Und damit willkommen, hoffentlich oder auch nicht, wir sind gespannt. Ich werde wahrscheinlich gleich Feedback von meinem Partner kriegen, der jetzt reden darf. Ich dachte, Wechsel nimmt noch auf. Ja, du bist mein Ersatzpartner. Oha, kommt jetzt gleich wieder. Okay, es läuft. Läuft. Ja. Es läuft so flüssig wie meine Tanzmoves. Abonniert, klar. Wow, geh einfach weg, weißt du. Ich tanze hier schön ach, für ach dich. So, du, wo bist du denn? Ich hab dich nicht gesehen. Ich stand gerade vor dir. Links. Ach so, hallo. Der tanzende Pandare. Ja, den kann man schon mal übersehen. Ey, weil du dich gerade in ein Bäumchen verwandelst, möchte ich mal ganz kurz was sagen, ne? Wir haben uns ja letzte Woche da, oder war das Montag? Montag? Nee. Da haben wir ja gesagt, wie geil wäre es eigentlich, wenn das Bäumchen sich so den Jahreszeiten anpassen würde, ne? Ja. Und jetzt, das Community Mount, dieses Urtum, was jetzt kommt und was auf der BlizzConline vorgestellt wurde, kann das. Ah, lol. Ja. Witzig. Das ist ja ein Witz. Wexan hatte nämlich, als ich das gezeigt habe, im... Oh Gott, wann habe ich gestreamt? Freitag? Samstag? Nee, Samstag nicht. Wann habe ich denn das gezeigt? Heute ist Sonntag. Ach doch, Freitag beim Stream haben sie das auf Venien ja schon gezeigt, das O-Turm, und da habe ich es gezeigt gehabt. Da hat Wexler nur gesagt, das wäre ja eigentlich auch cool, wenn das für die Allianz so richtig schön fettgrün wäre, weißt du? So richtig schön so alias Teldras hier grün und... Oha, und dann eine verbrannte Variante, ne? Genau. Das wäre witzig, ja. Das wäre echt witzig gewesen. Aber mit den Jahreszeiten haben sie, finde ich, auch gut gelöst. Also, das finde ich echt top. Ja, das ist so ein Mittelweg, das stimmt. Ich frage mich ja, obwohl ich trotzdem finde, dass das Teil nicht zur Horde passt. I don't know. Ja. Ja. Ja, gut. Kannst du mir mal sagen, ob der Titel jetzt aktualisiert wurde, wenn du F5 drückst vielleicht, eventuell? Ich gucke übers Handy. Also, das ist ja noch besser. Dann kann ich von dir ja sogar das Feedback von den Handy-Zuschauern bekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, Mythisch Plus Sonntag mit Klaber? Ja. Das hieß doch vorher auch schon so. Also, seitdem ich hier reingeguckt habe, war der Titel schon ja, aktualisiert. Ja, dann ist ja gut, weil ich habe am Anfang vom Stream hatte ich noch einen anderen Titel. Da habe ich noch den vom Freitag drin gehabt. Ah, okay. Dann ist okay, ja super. Okay. Das ist ja Hauptsache, dass der Titel stimmt. So. Ja, guck dir das mal an. Warte. Ich will dir übrigens nochmal zeigen, wie behindert das hier aussieht. Guck dir das an. Dass du dir nicht den Kopf anstößt. Wenn ich da als Pandare drin sitze. Zum Kotzen. Hui, ja, das glaube ich gerne. Dass du da nicht schlecht. Wie dumm das einfach aussieht als Pandare, ey. Ohne Witz. Mit Wokan sieht das noch halbwegs gut aus, aber hier sieht das. Ey. Ja, das Ding wurde halt für Gnome entwickelt. Was meinst du? Ich will gerne mal sehen, wie dann. Ja, gutes Argument. Ich will da mal sehen, wie das als Taucher aussieht. Das möchte ich nicht sehen. Ich habe das. Du grabst das Teil nochmal. Wie heißt das Teil nochmal? Das Teil heißt Schrotthaufen trifft. Da kannst du ja in der Vorschau gucken, wie es aussieht als Taure. Ja, eigentlich ganz gut. Du hast mehr Platz, Kopffreiheit. Ja, viel ja, mehr. Ich sage ja, das ist ja richtig dumm skaliert, finde ich. Bei Tauren, jo, machen wir alles größer. Bei Pandaren, nö, machen wir nicht. Siehst ja, was dabei rauskommt. Ja, was spielst du auch die Klasse? Ich liebe die Klasse. Das sieht gar nicht mal so schlimm aus bei denen. Rostfeder droppt das gute Teil. Okay, gut. Ja, 100 Jahre gebraucht. So, Herr Klaver, Sie haben den Plan, ich nicht. Ja. Was tun ja, wir? Ja. Weltherrschaft an uns. Wir? So je, wie sie jeden Sonntag. Oh nein, die andere Weltquest ist doch. Die andere Weltquest ist doch hier diese Hass-Ini. Oder? Apropos Weltquest. Ich müsste erstmal kurz nach Arnwald fliegen und meine Quest für heute annehmen. Solchen Sturz ist ja eklig. Warte mal, vielleicht kann ich die teilen. Ich glaube nicht, dass du die Berufungsquest teilen kannst. Das sollte mich wundern. Ja, aber das sind dann meistens dieselben, oder? Also. Keine Ahnung. Ich dachte, das schwappt dann um. I don't know. Ja, auf jeden Fall. Theater der Schmerzen steht heute an. Und dieses eklige Seuchensturz. Dieses eklige Seuchensturz, genau. Seuchensturz. Magietische und ich kann sie nicht looten. Ich würde sagen, mit Theater der Schmerzen fangen wir an, oder? Ist einfach mal so. Ich bin flexibel. Flexibel, okay. Auf gut Deutsch ist es mehr Latex, wo wir hingehen. Okay, Theater. Hat das irgendeiner verstanden, diesen Theater, Witz? Theater der Schmerzen.
So, Handy auf lautlos, das sollte man machen, sonst ist es nicht so klug. Plus 20, ne? Ja, logisch. Zeig mir als erstes an, ganz oben. Welcher normale Mensch, Alter, was haben die denn für ein Leben, die Menschen mit plus 20? Ich weiß es nicht. Und wozu geht also, man das überhaupt? Alles wahrscheinlich, über 15 ist Schwachsinn. Wahrscheinlich kaum. Also die haben doch ein Ego-Problem. Sorry, aber... Besonders, es bringt ja auch nicht mal was. Du kriegst da kriegst du dann noch besseren Loot? Nee. Boah, warum sind bloß solche hohen Keys heute hier? Das habe ich gestern schon gesehen. Ich wollte gestern mal versuchen, Spitzen des Aufstiegs zu gehen. Das war einer mit 6 drin. Und da haben sie schon also wie gesagt, Spitzen des Aufstiegs... Also plus 10 vielleicht nicht gerade, aber es ist eigentlich einfach. Also blutig ist halt die Woche, ne? Einfach aus den Spitzen rausziehen und das andere ist schrecklich. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu viel pullt, weil verletzte Spieler erleiden ansteigenden regelmäßigen Schaden, bis sie geheilt sind. Ja, das ist, glaube ich, für den Heiler ganz... Das ist nicht ganz unwichtig, ja. Wenn ich da nicht hinterherkomme mit Nachwachsen, ja, ist RIP. Aber wenn ich dabei bin, pulle ich ja nicht so viel. Also, genau, deswegen haben wir jeden Sonntag ein Date. Mit anderen Leuten. Hoffentlich. Auch. Hoffentlich. So. Dann aktualisieren wir nochmal. Ah, hier, komm. Ach komm, weißt du, wir probieren gleich mal plus 5. Da haben wir das dann auch hinter uns. Beziehungsweise ich habe das hinter mich. So, hinter schließt die Welt hinter fest, mich! Theater der Schmerzen war ich übrigens noch Bastion, gar nicht auf Mythisch Plus ja. drin. Ja, bezwingt mächtige Feinde in der Bastion. Hast du gehört? Nein, was? Ich war hier noch nie auf Mythisch Plus drin. Auf Theater? Dafür auf Mythisch schon. Aber die waren, glaube ich, nicht so heavy, die Bosse. Also, ich weiß nur, der Typ mit den Haken... Nee, das ist nicht die, nee. Doch. Die krotische Schneise mit dem Haken. Nein, Theater der Schmerzen gibt es einen Boss unten. Ich weiß nicht, ob die random sind oder ob die immer aktiv sind. Da ist Typ, da fahren durch die Räume solche Haken. Ach, das ist der Endboss. Nee, nee. Das ist nicht der Doch. Endboss, der ist noch unten. Gut, cool. Ja, mit den Haken, das ist easy. Ja, das weiß ich. Ja, oh, hier droppt noch ein schicker Ring. Aber da ist was anders auf Mythisch, das weiß ich noch. Das hat mich dezent überrascht, als ich es das erste Mal gemacht habe. Ja, ich war ja schon auf Mythisch drin. Auf Mythisch war ich ja schon. Deswegen, wenn du es schon mal auf Mythisch hattest, dann ist es ja eigentlich easy, weil dann kennst du eigentlich die Mechaniken. Ich glaub's ja nicht, hier droppt eine Waffe. Wow. Toppen Hosen. Neue Hosen. Ein Ring. Ey, ich muss sagen, ne? Also, scheiß mal darauf, dass man nicht so viel Equipment bekommt in diesem Add-on. Aber ich hatte noch nie so viele Items, die meine besten Werte hatten. Ich hatte vielleicht immer so ein Item, was perfekt ist von den Werten her. Und jetzt habe ich 2 Ringe, die haben Vielseitigkeit Meisterschaft. Ich habe eine Waffe Vielseitigkeit Meisterschaft. Ich habe einen Gürtel Vielseitigkeit Meisterschaft. Ich habe Handgelenk Vielseitigkeit Meisterschaft. Ich habe einen Umhang Vielseitigkeit Meisterschaft. Ja, wundervoll. Das ist so heftig. Ist ja schön. Das ist so heftig. Ja, ist super, dass du so viel hast. Ich nicht. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht demotivieren, Sunny. Also mir haben sie immer wieder, wie immer eigentlich, wie jeden Addon, wenn ich versuche, eine bestimmte Skillung zu spielen oder zu sagen, hey, ich spiele dieses Addon Heiler oder hey, ich spiele dieses Addon Tank, habe ich ja auch schon versucht, letztes Addon. Oh, wir sind ja schon komplett. Upsala. Haben sie mir bis jetzt immer in den Arsch getreten, aber bis jetzt kann ich es noch dagegen halten, weil mein Tempowert nicht komplett RIP ist, aber mein Meisterschaftswert ist RIP. 8%. Und ich habe Tempo-Meisterschaft-Erzähler. Ah, okay. Ich habe sowas von 4 Crit, das ist übel. Also, thank you, Blizzard. Mhm. So, Theater. Dame. Aber ich bin jetzt auch so, also sonst hieß es ja immer, ja, wenn du jetzt irgendwie einen Gegenstand bekommst, der meinetwegen 20 GS-Stufen höher ist als dein jetziger, dann sollte man den anlegen, dann spielt es keine Rolle mehr, was es für Werte sind, ne? Ja. Lies es doch mal. Ja. Und weißt du was? Ich peis da drauf. Jetzt, wenn es zum Beispiel, also wenn es zumindest um Schmuckstücke geht, da gucke ich lieber auf den Effekt, statt dass es einen hohen GS-Wert hat, muss ich sagen. Also da scheiße ich drauf. Ja, keine Ahnung. Ich war auch am Anfang des Addons noch der festen Schiene und gesagt, nein, das nehme ich nicht. Das hat zwar 15 GR-Stufen mehr und Wechsel ja, ja. Denkster haben mich zu Ende geflamed, fragt nicht wie.
ja, aber das ist 10-mal besser und bam. Ja, am Anfang des Add-ons hast du halt, da ist es halt scheißegal am Anfang des Add-ons. Ja, aber ich habe versucht, gleich quasi von ja schon Anfang an die Werte zu halten, weißt du, gleich von Anfang an, weil ich wusste, wenn so wie mit Walkern, so wie ich es mit Walkern mache. Ja, genau. Weil ich versucht habe, das nicht zu verkacken, weil wenn ich immer nur das nehme, was besser ist, dann bin ich am Ende irgendwann plus 6 und stelle fest, meine Werte sind Schrott. Mhm. Und das habe ich Gott sei Dank nicht bis jetzt, aber ich habe das Problem, ich habe genauso viel Meisterschaft wie Vielseitigkeit und das ist für mich ein No-Go. Das wäre für mich top. Naja, wie das gesagt, ich habe 18%, ich habe 18% Crit und das ist mein dritter Wert eigentlich. Mhm. Also, scheiße. Ich stecke auch in so einer ähnlichen Zwickmühle. Ich habe, wie gesagt, einen Gürtel, der hat Vielseitigkeit Meisterschaft, also besser kann es halt nicht sein. Und dann habe ich noch aus, glaube ich, vorletzte Woche? Aus der Weekly Chest einen 216er Gürtel bekommen. Sind halt 16 GS-Stufen mehr, sind aber beschissene Attribute. Aber der dümpelt jetzt noch. Deswegen habe ich auch ausgerüstet einen GS von 202 und normal einen GS von 206. Ja. Ja, ich habe Gegenstandsstufe 202, aber ausgerüstet 199. Aber 202! Nice, Sunny. Ja, aber ausgerüstet. Ich gehe nach ausgerüstet, nicht nach dem 202 GS eigentlich. Ach so. Weil 202 kommt durch meine Katze. Weil meine Katze zum Teil in manchen Slots bessere Sachen hat, wie zum Beispiel der Heiler. Ja. Ich habe jetzt gerade natürlich keinen Vergleichswert, aber so ist das einfach. Und ganz vorneweg, ich habe, naja, da geht's schon los, ich habe Hosen in der Tasche, die sind 194, die sind eigentlich besser, aber das ist mein Legendary, deswegen tausche ich es nicht, wegen der Effekt. Hm. Das sind, wären 2 Intelligenz und 18 Tempo, weniger Meisterschaft, noch weniger, wow. Danke dafür. Und ich bin mir bei dieser fucking Halskette, falls du das jetzt in 30 Sekunden irgendwann siehst, schlammgefrorener Kettenhalsreif, da bin ich mir nicht sicher. Der hat Crit-Vielseitigkeit eigentlich totaler Rotz für mich. Das sind die letzten 2 Werte. Also, die würde ich maximal für Katze anlegen. Die habe ich, glaube ich, irgendwo bekommen. Ich weiß gar nicht wo. Aber die war gar nicht so schlecht. 207... Was? Aber, 207? So. Ja, aber lege ich nicht an, weil Crit Vielseitigkeit, ne? Hm. Heller, RIP. Klar, ich weiß, Vielseitigkeit ist nicht schlecht, aber es ist Tempo ist besser. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist jetzt regelmäßig zu gucken, was ich verzaubern kann, wo ich Sockel reinknallen kann und so. Eine Sockel brauche ich mir keine Kopf machen. Ich bin ein vorbildliches Panda-Bärchen. Verzaubern müsste ich mal wieder nacharbeiten vielleicht, da habe ich jetzt ein paar Sachen gewechselt, aber... Durch den Raid, den ich das eine Mal gelaufen bin, das ist aber schon ein paar Wochen her. Geil, drauf da. Tischlein, denk ich. Nein, ich brauche einen Tisch, ich will einen Tisch. Wo ist der Magier? Gib mir das Essen. Steht vor dir. Gib mir das Essen. Looking in my eyes. Erstmal Bäumchen wässern. Gib mir den Tisch. Raus geht er. Can you some? Ja, vorhin stand ich da und wollte keiner. Arschlöcher. Ja. Geht ihr? Okay. Ja. Dann bleib ich hier. Der Mage ist übrigens. Ich würde übrigens mal schwer behaupten, dass der Mage ein Deutscher ist. Oder eine Deutsche. Ja, Biergarten. Hört sich so an. Würde ich jetzt wirklich einfach mal so in den Raum stellen. Hm. Wie den Tisch, den er hoffentlich gleich aufstellt. Sie hoffentlich gleich aufstellt. Vorher starte ich nicht, so sieht's aus. Willst du mich komplett verarschen? Wieso? Alter, okay, der Mage ist... ich hoffe, es ist kein böses Zeichen. Ich stehe da, portet den Schurken ran. Was macht der Typ, statt auf mein Portal zu klicken, macht der Neues auf? Vielleicht hat er das nicht gesehen, Mensch. Alter, das Ding ist... Das kann man schon mal übersehen, wenn da ganz viele Menschen stehen. Ich hoffe, es ist kein böses Omen. Merk dir nur meine Worte. Es ist Sonntag. Außerdem hat er noch keinen Tisch aufgestellt. Genau. Das ist das zweite Omen. Tischlein bitte. Mit Herzchen. Oha, du bist aber schon wieder sehr freundlich. Naja, ist eine liebevolle Frage. Siehst du? Zack. Bringt mir das eigentlich auch was? Mal gucken. Na, wenn du Mana Mana-Brötchen. Oje, oje, oje.
Nein, 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 nein. Mein Mount beschimpft mich schon so schon immer. Vielleicht solltest du weniger Mana-Brötchen essen. Halt mach die Fresse. Mach mal einen Ready-Check. Ja, geht nicht. Bin kein Lead. Ja, dann. Aber ich markiere mich schon mal. Dann warten wir. Dann warten wir mal. Kann man nicht, Warte mal. Warte mal. Geht das nicht so? RDY-Check? Muss man das nicht ausschreiben? RDY-Check? Brauchst was war das? Du nicht. Das war der Start. Ah, Alter, ich dachte schon, was habe ich jetzt gemacht? Du hast teils allen mit, dass er bereit ist, geschrieben. Oh. Oh, ups. Ach, das ist wahrscheinlich der Ready-Check. So, ne? Ganz wichtig, du kennst es nicht, den dahinter mit Polen aus Versehen. Aber das. Ja. Du bist Profi, ich vertraue auf dich. Das ist aber sehr nett. Hier brauchen wir Platz, ne? Also nicht in roten Pfützen drin stehen. Sunny. Ich gebe mir Mühe. Okay. Erstmal warm werden. Hoffentlich fail ich nicht so wie letzte Woche. Repariert hast du, ne? Habe ich gestern, glaube ich, gemacht, ja. Man muss ja sagen, wie gesagt, also mir hat's echt geholfen, da mal ein paar Mal hintereinander reinzuschnüffeln. Jetzt bin ich da richtig fest. Ja, sieht gut aus. Haltbarkeit 80 von 80. Sollte passen. Okay, das sind diese Pfützen, nicht zu übersehen eigentlich. Kronsteig-Anwesen war das, der Horror. Blanke Horror. Ich habe diese Indie sowieso immer gehasst, ganz ehrlich. Alter. Ich habe sie geliebt, aber wenn das Affix war, diese explodierenden Kugeln, wobei das ging ja noch. Aber diese Pfützen, das war echt der blanke Horror. Man könnte ja jetzt auch mal den Spielsound anmachen, ne? Wenn man sowieso schon. Oh mein Gott, das war viel zu laut. Gottes Willen. Sorry. Da ist wahrscheinlich gerade irgendeinem Zuschauer die Ohren weggeflogen. Weil das kam genau in dem Moment, wo DBN gemacht hat. Bitte schreien, wenn kein Mana vorhanden ist, Sunny. Ja, ich gebe mir Mühe, wenn ich es nicht merke. Nur so nebenbei erwähnen, richtig sagen. Alarm, das ist ganz wichtig. Das solltest du als Erstes sagen. Kein Mana mehr. Warum ist der Pilz rot und nicht lila? Alter. Das sind schon wieder zu viele verwirrende Dinger hier. Von was ist das abhängig? Weiß ich nicht, Mann. An der Tageszeit. Oder an der Stimmung. Sind zwei verschiedene von denen? Nee, ne? Es ist immer bloß einer. Es ist immer der gleiche. Mann, der entscheidet sich selber, wie er sein möchte. Ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Ich bin immer noch betäubt. Ach, lol. Ich werde immer betäubt. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ja. Du hättest aber sagen können, dass der Ätzel. Ich habe bloß die zwei vor mir gesehen. Ich dachte, die stehen ineinander. Du bist Tank. Ja, aber du hättest so wenn ich sagen können, ich bin betäubt. Ja, was kann ich denn? Was weiß ich denn, ob die Fernkampfangriffe machen? Was weiß ich? Naja, geht schon gut los. Aber ich bin unschuldig. Ich habe gesagt, ich bin betäubt. Wenn da keiner drauf geht, kann ich nichts für. Ich kann nichts machen. Das wird zum Thema erkennt ihr nie. Okay, er hat nicht gesagt, er kennt die Inni, hat gesagt, er ist einmal drinne oder so. Ja, Mann. Könnte lustig werden. Oh, Mann. Die schmeißen uns gleich wieder raus, ich sehe das schon kommen. Ist das überhaupt der Sinn dahinter, dass die Typin zuerst sterben soll? Also die Reihenfolge kenne ich nicht. Und die Nase krabbelt schon wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Irgendwie ist ein bisschen Hintergrundmusik hier, ne? Ist ja sonst so still hier. Ja, Move, du bist lustig. Das ist lustig. Wie soll ich die denn bewegen? Die stehen einfach da. Tja, das weiß ich nicht. Aber die Paladine wieder, ne? Auf die andere Seite gehen. Ich sag's ja immer, Heiler werden überbewertet. Ja, Paladin halt, ne? Oh, komm doch her. Oh. Ich glaube auch gar nicht, dass ich die Akku überhaupt von. Also.
Nö, nee, die Akro hat gerade der DD, der jetzt tot ist. Ach, du bist auch tot. Ja, ja, ich war ja auch schon tot. Warte mal, hier wird eingesetzt, wenn sie 100 Energie, wenn diese einen Wutanfall leitet, fixiert sie sich auf zufällige Ziele. Sie hat die Hinterlegs sich leicht sich an regelmäßigen Abständen an Spielcharaktere heran und setzt ihre Siehste? Was? Was soll ich sehen, dass ich betäubt war? Schleicht sich zufällig an Spielcharakteren ran. Hätte ich gar nicht. Hätte übrigens, ich gar nicht hier drinnen kann ich reparieren, also alles gut. Na. Ja, wie gesagt, ich kann ja nur sagen, ich bin betäubt und dann muss ich retten. Wer ist Xira? Das Unterschiedliche? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Da steht in der Tag-Beschreibung, steht Xira, die Hinterlistige, schleicht sich an regelmäßigen Abständen an Spielcharaktere heran und setzt ihre... Die kommt doch noch. Oder so, nicht? Okay. Weiß ich nicht. Ja, doch, würde ich sagen. Jetzt ist der schon wieder da hinten. Der hat sich plötzlich wegteleportiert. Ist ja nicht mehr so, dass er hingelaufen ist von mir zu dir. Soll ich das denn wissen, wenn er sich plötzlich teleportiert, ey? Nee. Dass der nicht mehr bei dir ist. Siehst du, die kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Kann ich jetzt nicht tanken, die Typin. Die will nicht. Du musst einfach rennen. Ja, das mache ich schon, aber das hat mich jetzt trotzdem fast umgebracht. Die Musik ist geil. Die mag ich. Was denn? Oh, ich hasse es. Kann der sich nicht mal bewegen? Ja, komm hier. Ach, da betäubt, ist schon wieder betäubt, einer bei betäubt. Dir. Ja, 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 da ist also Xira. Das ist Xira. Na, sag ich doch. Hinterlistig, die ist eine Schurkin. Aber die ist im Bossguide gar nicht aufgeführt, zumindest bildlich. Das ist aber schon ein richtig unfairer Kampf, ne? Also dafür, dass das hier so viel auf Gladiatoren und Ehre und bla bla bla. Ja, ja, mal Draxus und Ehre, ich lach mich kaputt. Das war dein Bester heute. Toll. War das auch die Type, die dich vorhin geklappt hat? Ja, 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 ja. Ja, das muss schneller gehen. Ich weiß nicht wie, aber. Ich kann die nicht aufhalten. Ich kann nichts machen. Alter. Die hat mich schon wieder fast umgebracht. Kann man die nicht... Muss man die stunnen vielleicht? Die ist immun. Hä? Aber wieso hat sie mich dann vorhin umgebracht? Sicher, dass die das war. Guck mal zu dir. Jetzt ist ein anderer dran. Die ist immun. Ja, aber guck mal, jetzt wurde okay, das viel... Toll. Jetzt wurde das viel eher abgebrochen. Hast du gesehen? Stand gerade immun, stand da drüber bei der vorhin, als sie dich begrabbelt hat. Egal. Da. Ach stimmt, das war ja schon der erste Boss. Ich ignoriere das immer, dass das hier ein Boss ist. Ich finde dich gut. Das kommt mir immer nicht wie ein Bosskampf vor. Ich kann das auch nicht erklären. Oh, der Pala hat aber eine hübsche Rüstung. Abwärts. Ist ja egal, welche Richtung man zuerst geht, ne? Mach das Schlimmste zuerst, diesen Scheiß. Ich hab keine Ahnung, ist mir auch egal. Diesen Scheißweg, wo die Typen bombardieren, den würde ich immer als erstes laufen. Ach der so. Ist das Schlimmste für mich. Ja, blutig. Mir ganz vergessen. Witzig, dass zwei von denen noch nicht mal die Quest hatten. Hast du die geteilt, oder wie? Ja. Bin so sozial, weißt du?
Na gut, vielleicht haben die das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das auch erst gestern geholt. Ja, das hat man auch nicht so auf dem Schirm. Weil das so abseits ist von der ganzen Sache. Wenn man es nicht regelmäßig macht. Naja, es ist ja eigentlich, wenn du dich zurück teleportierst, also deinen Ruhestein verwendest in Orchiboss, ist ja das der Raum quasi direkt unten drunter. Ja, aber. Aber es stimmt schon. Das ist eigentlich ganz geil für die Anima Weekly und. Wobei, ich habe meine Anima schon voll, meine 1000. Ja, hab ich habe 118 Seelen und ich kann die aber nicht ausgeben, weil ich nie genügend Anima habe, um da irgendwas aufzuwerten. Wie hast du 118 Seelen? Ich habe 118 Seelen in meinem Reservoir. Das geht doch gar nicht. Doch, ich hatte 98 oder so. Und dadurch, klar, dass man jetzt... Ich kann maximal 80 Seelen haben. Ich kann maximal 100 haben. Was ist denn das für ein Betrug? Aber ich habe trotzdem mehr, also ich habe 118. Keine Ahnung. Das wurde mir nämlich angezeigt, also dass das ja... Ja gut, ich habe es nicht ausprobiert, das muss ich jetzt vielleicht dazu sagen. Ich hatte 84 und wenn ich die Quest jetzt ab... Also ich habe die noch nicht fertig mit den 20 Seelen. Aber wenn ich die abgegeben hätte, dann hat er mir angezeigt, die Zahl in rot irgendwie, weißt du, die Seelen. Ja, die ist bei mir auch komplett rot. Und dann dachte ich, aber nee. Was soll ich denn machen? Ich kann die nicht ausgeben und ich muss halt trotzdem welche sammeln jede Woche, also... Ich weiß nicht, also... Ja, du sammelst zu wenig Anima, würde ich behaupten. Ich sammle keine Anima. Ich mache nur die großen Missionen. Wieso soll ich die scheiß kleinen Anima-Dinger farmen? Weil die auch nur, klein die viel machen ausgeben kann. Ach, gar keine Zeit dafür. Jede einzelne Anima-Quest abzufarmen. Ich mache die kleinen Dinger, die Kolosseum-Mission hier in Maldraxxus. Also ich muss sagen, die 35er mache ich eigentlich auch nicht. Ich mache 100er, 105er und logischerweise 250 brauchen wir nicht drüber reden. Logisch mache ich die. Ja. Wenn ich sie sehe. Weil ich glaube, ich habe letzte Woche wahrscheinlich bestimmt eine verpasst, weil ich war ja fast gar nicht online in WoW. Mana? Ja. Das ist mir schon klar, ich wollte es nur schon mal sagen, bevor ich es vergesse danach. Mal, ich tu mal den da hinten. Hier kommt ganz schön Schaden rein. Ja, natürlich. Hau den einfach wieder raus. Oh, wer ist denn da so dumm, ey? Oh, schon wieder Aggression. Bestimmt der Hunter. Ich stun den da hinten, weißt du, damit er mir nicht weiter auf den Sack geht und. Oder der Schurke, der dran stand. Ja, ist auch schlau, auf den da hinten drauf zu hauen, wenn die anderen hier wenig Leben haben. Sorry. Wieder. Ach, alles gut. Ein bisschen der Wechseln durch. Wir werden das schon irgendwie. Also ein bisschen der Wechseln kommt da einfach durch. Ja, hoffentlich stoppt er bald. Lange ziehe ich das hier nicht mehr durch. Ja. Alles gut. Okay, er lebt. Nicht mehr. Wow. Das war ich nicht, ne? Möchte ich nur mal betonen. Ich habe das jetzt nicht mal beobachtet. Ich hatte meinen Mana-Balken im Blick. Ich würde sagen, es war der Schurke. Oh, der Mage ist was. Gar nicht. Der Mage ist was tot. GZ. Dieser kontinuierlich krasse Gruppenschaden, ist das irgendein Affix? Wo alle praktisch ein bisschen Schaden kriegen? Oder ist das einfach hier dieser Typ? Das ist der Typ. Okay. Also hier sind nur die Pfützen aktiv Der haut ganz schön raus, also der haut ganz schön Gruppenschaden raus. Ja, obwohl, es kann sein, weil der macht 30% mehr Schaden. Also es ist kein Effekt, aber die Gegner machen halt mehr Schaden und wenn er AOEs macht, dann ist halt 30% mehr drin. Also die haben 20% mehr Leben und 30% mehr Schaden, aber die Bosse dafür nicht. Und hier ist einfach drauf, ne? Kein PvP, okay. Ja, wichtig, das Banner muss ganz schnell sterben, sonst sind wir RIP. Okay, das Banner. Das ist schon mal ein guter Tipp. Und der Typ ist extrem schnell mit seinen Volts, also für dich nicht so schwer, aber für mich schon. Deswegen werde ich auch hier gleich bei dir kuscheln. Hier raus. Ah, okay.
Ah, du verstehe. Und tschüss. Meine Klinge ist ohne Gleichen. Da kann ich nicht retten. Oh gut, sind sie auch schon wieder oben. Banner? Wow. Das ging schnell. Ja, ich habe meine Berührung des Todes eingesetzt. Achtung, raus. Ach nee, mach das. Oh, ich hasse also ihn. Einfach alles, was grün ist, meiden. Ja, aber und die Kombi... Und jetzt haut er nochmal vor und Latz, okay. Ja, aber stehe. Die Kombi war jetzt gerade mies, Alter. Ich dachte, der macht eigentlich andersrum. Ja, regelmäßig, ne? Also so immer gleich. Zuerst das und dann das. Nee, eben hat er es andersrum gemacht, Banner. Ja, meine ich ja, meine ich ja. Du hast gedacht, das kommt immer gleich in gleichen Abständen, beziehungsweise... Das wäre natürlich wieder zu einfach. Okay. Fuck. Oh, das ist mies. Das ist mies. Ja. Das ist mies. Das hatte ich am Anfang, als ich das erste Mal hier drin war. Vector Mage. Ja, der steht natürlich voll drin. Der Mage ist übrigens der Lead. Okay. Falls Banner irgendwie geflamed werden sollte. Wieso kriegen die dann Full Life plötzlich immer wieder? Ja, ist doch gut, hallo. Sonst... Ach so, stimmt ja, die hauen sich ja gegenseitig aufs Maul. Das stimmt, da kannst du nichts machen. Okay. Da haben sie aber gut kalkuliert, ey. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ja. Weil wir waren fast 100% Bewegungsgedöns. So, wo ist der eklige? Rechts rum wahrscheinlich, ne? Das sollte ja, mal... rechts rum. Ich würde den erstmal gerne haben, weil das ist echt nicht das Schlimmste. Ja. Ist eklig, stimmt schon. Vor allem das hier, ich weiß nicht, ob ich durchrennen soll oder schon durchrennen, ne? Ich glaube schon. Ich würde es machen, ganz ehrlich, weil ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn wir stehen bleiben. Ja. Zieh alles und dann... Das ist natürlich dann eine sehr interessante Sache, was vor allem so... Oh Gott. Ja. Was die Pfützen betrifft, könnte das eklig werden. Seh zu, dass du da ganz schnell... Ach ne, bist schon vorne, okay. Ich bin da. Ich würde ein bisschen weiter zurück, oder? Machen die Pfützen? Oh, die Pfützen. Oh. Geil wäre es, wenn die gleichzeitig sterben. Weil dann stehen nicht so viele Pfützen auf so einer Fläche. Vielleicht war das auch eine scheiß Idee. Das könnte das... Nee, war gut. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich wieder den Typen pulle. Ich muss zu dir... Eben auf die andere Seite, gegenüberliegend von dir. Sonst pull ich den da hinten noch. Mage, wo bist du? Ich krieg dich nicht ins Target, Alter. Ja, danke, dass du vorkommst, ey. Kannst dich doch nicht verstecken. Aber was mir aufgefallen ist, was ich positiv finde, was im Kronstark-Anwesen auf jeden Fall noch nicht so war, dass die Pfütze schneller verschwinden. Ja, nice. Oh Gott, die müssen sterben. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dass die Pfützen sich schon weggehen, hätten wir jetzt hier, glaube ich, mehr Probleme Mana. Gehabt. Mana! Ja, ja. Ja, aber die wollen wahrscheinlich wieder dort fighten, ja. Ja, erhol dich. Der Schurke stirbt. Und sie sterben selber schuld. Ich kann dich heilen, wenn ich kein Mana habe. Das ist einfach so. Ja. Okay, der schlimmste Bereich ist für mich eigentlich schon durch. Also jetzt ist es nur noch diese Scheiße mit dem Rausfliegen. Das ist nämlich für mich auch nochmal so kacke. Ja. Da bin ich Profi drin. Ja, Wechsel und Denks hat mich das erste Mal auch vorgefühlt, als wir hier drin waren. Hätte man ja auch sagen können. Aber... Nein! Was? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab dich auf das Portal geklickt, ich bin durchgegangen.
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Jetzt warten sie aber. Wow. Da trauen sie sich jetzt nicht rein. Da bin ich ja jetzt überrascht. Ja. Ich weiß auch immer nicht, welches von diesen Dingern der Markus macht. Der das? Oder ist das der Portalwächter, der diese Scheiße macht? Ich weiß Gute Frage. Nicht. Wir werden es rausfinden. Ja. Nee, keiner von denen macht das hier. Auf den kleinen Flächen machen die das, nicht hier. Ja? Ich glaube, die hier auf der großen machen sowas auch einer. Okay, drauf da. Oder? Nee. Ich weiß es gar nicht. Ich werde es merken, wenn ich runterfliege. Warum kriegt er so aufs Maul? Bist du runtergeflogen? Nein. Nee. Das war jetzt gerade mega Damage. What the fuck? Was ist das denn? Der eine ist tot, der eine ist tot, also eine ist tot. Der zweite ist auch tot. Hä? Okay. Was war denn das gerade? Bleib die. Nee, ich laufe. Okay. I don't know, was das war. Das hätte ich im Leben nicht. Das konnte ich nicht gegenhalten. Ihr wart innerhalb von 2 Sekunden runter. Auf fast tot. Die Frage, brauchen wir die rechts oder links? Für die Prozente. Nee, würde ich nicht sagen. Okay. 60%, ja gut, da sind wir doch schon gut dabei. Und es kommt dann noch eine Dingstruppe von dem Boss. Jetzt kommt die. Hier die großen Skeletttypen sind das, glaube ich. Die ruchlose Dunkelsprecher. Okay, das wird jetzt, glaube ich, auch interessant. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Alle da? Ja. Geil, es ist der Pilz. Ah ne, der war vorne auch grün. Schön, wie du dich auf das Ding fixierst. Ja, ne? Aha. Ah, die grünen Flächen, ne? Ja. Der Mage ist instant tot gewesen. Okay. Das habe ich jetzt gecheckt. Sind auch sehr unauffällig, muss ich sagen. Oh, das ist natürlich auch ganz böse. Da kann ich natürlich nichts für, wenn die Leute Movement Krüppel sind, dann... Und ich sage immer, solange sie nicht flamen, scheint ich gravierend falsch zu sein. Ja, was sollst du denn da machen? Nee, da muss man einfach rauslaufen, das ist... Wer ist denn jetzt noch gestorben? Keiner. Der Mage läuft noch. Ach so. Das kann ich allerdings nicht aufhalten. Nee, aber das macht nicht so wirklich Damage. Das geht. Okay. Und tschüss. Sehr schön. Das war jetzt besser. Aber das habe ich eben überhaupt nicht gesehen irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ja, hier ist es sowieso schon alles so grün gehalten und dann noch grüne Flächen. Hier, genau, hier, jetzt kommt der Ruchlose. Der Ruchlose ist das. Den im Blick halten. Am besten, ich weiß gar nicht, wo man sich da hinstellt. Todeswinde, okay, die kommen. Hier. Ja, die Tod... Oh lol, der dreht sich ja einmal. Ich dachte, der lässt sie sofort los, aber der dreht sich ja komplett einmal. Der kleine Muck. Davor weggehen. Und Mage, tschüss. Oder Hunter, wer war das? Mage, glaube ich, ja. Solange das dem Lied passiert. So, jetzt ist das Problem allerdings, dass ich den gar nicht so handeln. Obwohl doch. Achtung, Stani, weg da. Sehr gut. Jetzt muss ich den bloß noch rausziehen, aber der bleibt Alter, nicht... Alter, ich kann nicht stehen bleiben. Der will sich nicht bewegen. Der will sich nicht bewegen. Der Affe, der steht da an der roten Lache. Ich kann den nicht. Jetzt. Okay, das dürfen wir haben, das Gröbste.
Vorsicht, Sunny. Ich weiß nicht, was der für eine Hitbox hat. Der Strudel des Todes. Ich bleib einfach in Bewegung. Sobald dieses Teil kommt, bleibe ich einfach in Bewegung außerhalb der Reichweite. Ja, du siehst ja, in welche Richtung der guckt. In die Richtung geht's ja dann. Was war der Parler? Hat's denn auch? Ist der auch? Ja. Okay, sehr gut. Also bis so, jetzt haben wir ja nur einen Fail. Die haben schon mehr. Warte mal, welches Portal ist denn das jetzt, wo wir hin müssen? Sind wir von dem gekommen? Nee, wir sind... Ja, genau, ja. Dort, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon springen sollen. Wenn wir Pech haben, kommt der Ed. Hui! Komm! Hinhalten kann ich die, aber... Ich bleib mal bei dir in der Nähe. Nee, hier ist alles gut. Ja. Ich wusste nicht, ob da jetzt... Bloß noch der Endboss. Ist bloß noch der Endboss. Ich guck schon erstmal, was der kann. Kutanok. Also ich glaube, eure entzogene Seele immer auf. Lasst eure Zugriffe. Kutarok benutzt ihre Spektralreichweite nur, wenn ihr Primärziel nicht in Nahkampfreichweite ist. Lasst eure entzogene Seele immer auf Kutarok zulaufen. Kutarok benutzt ihre nur, wenn ihre Primärziel nicht in Nahkampf. Okay, also wenn du das Primärziel bist, wie auch immer, sollst du nicht in der Reichweite von dem sein. Wie du das allerdings merkst, dass du das Primärziel bist, keine Ahnung. Mal gucken. Na, okay. Kommt der Typ? Ja. Ich erhebe Anspruch auf eure Seele. Lasst euren Ängsten. Geh weg von anderen. Für euch gibt es kein Entkommen. Oh. Okay. What the fuck? Holy shit. Vergeht in meinem Lasst euren Ängsten freien Lauf. Lasst eure Seele los. Alter, der geht. Geht der vielleicht mal irgendwie. Der ist dumm, der Mage. Der muss hier in diese Flächen rein, wenn der den Debuff hat. Ja. Da kann ich so viel heilen, wie ich will, das kriege ich nicht gegengeheilt. Wenn ihr nicht die Spielmechanik spielt, dann kann ich auch nichts dafür, Leute. Ich werde nicht. Ja. Ich will ja nicht sagen, dass sich das schon angebahnt hat. Oh. Ja, und auf mich darf das schon mal gar nicht gehen. Ich muss zu meiner Seele laufen, das weiß ich. Ich hab's schon mal bekommen. Kannst du mich aufkratzen? Ah. Wir sind alle tot. Okay. So, wo war jetzt? Hier, glaube ich, ne? Ich sag ja, Omen sind immer. War hier nicht sogar direkt hin zu dem? Das ist auch ein bisschen assi. Das ist auch ein bisschen assi. Dass man dann den ganzen Weg nochmal laufen muss. Nein, du hast dann ein Portal und dann bist du direkt am Ende. Das andere, verstehe. Du bist dann direkt zum Ende geportet. Ah, okay. Also wenn ich diesen Kreis habe und weg von anderen soll ich in diesen grünen Bereich, wo die Hände rauskommen? Oder? Ich weiß es nicht, ich hab's nie. Irgendwas musst du machen, wenn du... Ich hab's als erstes gehabt, aber da gab's noch keine Flächen. Ich weiß nicht, mit welcher Fähigkeit. Ich weiß nur, dass die Leute, die jetzt den Debuff hatten, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Wie heißt die, Alter? Kulte du musst Rock. In Reichweite. Du musst, glaube ich... Oh, was denn? Phantomparasit. When you get soulless. Soulless ist was? Seelenlos. Solange Spielercharakter von einer Seele getrennt sind, erleiden sie körperlichen Schaden und er kann wieder handeln und nach Zauber wirken. Move behind circle on the ground. Was okay. Für ein Circle auf dem Grund? Na, diese grünen Hände.
Ach so. Ah, okay. Also ist das für die See. Okay. Ja, und der Mage wusste es nicht. Ah, okay. Und der Parler auch nicht. Deswegen habe ich nämlich gesagt, wenn die das haben, müssen die da rein. Ah, verstehe, wenn er nuckelt, musst du die ganze Zeit da drin stehen bleiben. Es sind zwei plötzlich? Ne, es ist bloß einer. Ah, okay. Für euch gibt es kein Entkommen. Lasst euren Weg, ich reiß euch die Seele aus dem Leib. Ja gut, schade, Intern wird's nicht, aber... Ja, aber es ist ein Lerneffektor. Ja, ja, genau. Wir lernen damit die Bosse besser kennen und beim nächsten Mal wissen wir es. Genau. Also umsonst machen wir das hier nicht. Es ist genauso wie Blutige Tiefen letzte Woche. Ja, das stimmt. Da weißt du jetzt exakt, was du machen musst, vermute ich mal. Ja. What? Ging nicht anders. Also mehr Heilung also, konnte ich nicht. Kannst du mich aufkratzen? Geil, danke. Zum Glück bekomme ich das nicht so oft. Das ist auch heftig, was ich da bekomme. Da mache ich da bestimmt auch irgendwas falsch. Da kommt zu viel Damage rein in dem Kreis. Ja. Okay. Kein Mana. Okay. Der bleibt einfach liegen. Scheibe aufzustehen. Der kommt eh da vorne wieder raus. So, warte mal jetzt. Naja, es ist halt so eine Sache, ne? Ob man plus 5 kennen sollte, wenn man die Bossmechaniken nicht kennt. Das ist immer so eine Sache. Ich kann mich da jetzt auch nicht rausnehmen, aber ich musste sie auch nie kennen. Das ist eben der Punkt. Mage, ey, du bist ein richtiger Movement-Krüppel, ehrlich. Also mehr geht ja wohl nicht. Grüner geht's doch bald gar nicht. Was ist denn mit dem? Ich werde nicht sagen, es hat sich schon abgezeichnet ganz am Anfang, aber... Ja, ist okay, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja übel, ey. Ach nö, wo kommt der denn jetzt her? Hat der Mädchen gerade noch gepult? Alter, ey. Da bin ich ja Gold geben, mal ganz ehrlich. Ja, das ist richtig. Ich fail ja auch mal, letzte Woche beispielsweise, aber... Ja, das ist ja ein anderes Failen. Also, ja, vergessen zu reparieren. Das kann ja passieren, aber wenn du Movement-Krüppel bist, bist du Movement-Krüppel. Da passiert ja das nicht nur einmal. Nach der Gruppe möchte ich mal bitte recken. Okay. Dass du reparierst, also dass du da unrepariert reingehst, okay. Das passiert ja einmal und dann denkst du jedes Mal dran. Aber wenn du Movement-Krüppel bist, wirst du so schnell das nicht los. Muss man sagen, ey. Da ist plus, Mythos Plus eigentlich nicht geeignet. Vor allem mit den roten Pfützen. Gott dich willen. Ich hab gestern wirklich 5 verschiedene Inis von MOP gehabt. Das war eigentlich nice. Ist gut, ne? Man denkt immer, da kommen vielleicht 5-mal alle hintereinander dieselben, aber dann irgendwie doch nicht. Und bei der ersten, das war diese Ini, wo du auf dieser Mauer bist, Shadowpan-Typen befreien und so. Wo ich als letztes drin war, glaube ich. Oder?
Nee, wo du ach am nee, Anfang... Ach nee, diese nee, mit dem Schnee, ich, ne? Die, das war die einzige, die ich übrigens nicht hatte. Okay. Und der Tank, dem habe ich erstmal die Bosse erklärt. Ich denke, super. Das ist definitiv ein Nachteil von Zeitwanderung. Ja, aber so lernen wenigstens auch Spieler, die jetzt erst anfangen oder den Boost genutzt haben, auch so die, ich glaube, der war eklig, ne? Der ranzige Gasbeutel. Sieht schon so aus, ey. Ja, klar, aber nicht das davor ist stehen. Mage, guck mal, der Mage steht wieder voll drin! Ich glaub's ja, ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Aber faszinierenderweise hat man, er hat nicht so viel Schaden bekommen, wie ich gedacht hätte. Ja, er stand nicht so, ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn du näher dran stehst. Der stand, glaube ich, ein bisschen weit weg, aber theoretisch hättest du wieder voll zerlangst. Tja. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist, wie der bis jetzt so durch die Welt kommt. Warte mal, Biergarten. Hauptsache immer Polen, weißt du? Die sind auch nicht in derselben Gilde, dass das irgendwie einen Sinn ergibt. Warum sollte das Sinn ergeben? Ja, dann könnte ich verstehen, dass sie ihn durchziehen, weißt du? Aber es ist sein Key. Also, als ich uns angemeldet habe, war kein anderer drin, nur der Mage. Und der ist ja sein Key. Ich weiß, deswegen sage ich ja, wenn dieselbe Gilde gewesen wären, hätte ich es verstanden. Sein Key hin oder her. Hätten die gesagt, ja, mir doch egal, ich komme halt mit. Fahr ein bisschen Rippkosten. Als Gilde macht man das ja so. So, jetzt bin ich mit allen Mounts durch. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine. Also, was heißt mit allen Mounts und die gewohnten Korridore? Und dann habe ich nur noch ein was auf meiner Liste, bevor der nächste Patch kommt. Alle optionalen Missionsstränge in den Gebieten abzuschließen, habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich muss das auch noch machen. Aber irgendwie ist Zeit ist Mangelware. Ja, eben. Das habe ich letzte Woche gemerkt, Alter. Unsere Küche sah aus hier in der Wohnung. Frag nicht. Dadurch, dass ich jetzt viermal die Woche streame, obwohl das nicht mal so viel ist, so 2-3 Stunden pro Tag. Aber das merkt man doch. Alter. Da stehe ich jetzt voll drin. Oh ne, ungünstig, ungünstig, Alarm, Alarm. Ja, ich war desorientiert, ich konnte nichts machen. Ja. Auch gerade sehr ungünstig bei mir. Kommt der echt mit den Ads? Ranziger Gasbeutel oder ist der zusätzlich jetzt da? Ich habe ihn gepult, aber die Ads kamen von der Seite rausgesprungen. Das hatte ich nicht ganz auf dem Kasten mehr. Sehr schön, wir haben es geschafft. Muss nicht laufen. Ja, so weit wäre es ja nicht gewesen, ne? Aber stimmt schon. Tja, Zeit ist eh um. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Steh auf, mein Bäumchen. Aua. So, das war hier. Ich liebe die Klassen, die alles können. Was meinst du? Heilen, tanken, DD. Also Druiden. Oder Monks. Oder Paladine. So, ja, keine Ahnung. Denkst du, er ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Aber nicht in WoW, ne? Der war vorhin on, aber ich denke mal, wenn er wollte, dann würde er schon dazu stoßen. Genau. Boah, wir hatten auch einen Paladin dabei bei den gewundenen Korridoren. Der war auch One-Hit immer, weil der so ein Talent genommen hat, wo der pro Ebene, glaube ich, immer mehr Schaden erleidet. Und den hat es halt richtig zerlagst. Wir hatten 20 Leben oder so. Bis Ebene 15 oder so und dann ist er die ganze Zeit verreckt. Da dachte ich schon, ah, hier kommt das übrigens jetzt mit den Haken. Ja. Da dachte ich schon, scheiße. Könnte man es noch verkacken, ey. Jetzt zieht er uns erst ran und dann dürfen wir wieder weglaufen.
Okay, das ist neu. Das ist tatsächlich neu. Ja, aber das ist auch ein, das ist aber mythisch auch. Okay, da war ich hier doch vielleicht noch nicht im mythischen. Naja, werden wir sehen. Das habe ich gemeint. Erst der gravierendste Boss, den man merkt, den Unterschied. Ja, er zieht ran, genau. Macht Schmettern und gleichzeitig kommen die Haken. Und da musst du richtig schnell sein. Ah, der zieht aber auch nicht alle ran, verstehe. Ja, das habe okay, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Das habe ich bis jetzt nicht so drauf geachtet. Ich glaube, da war ich hier tatsächlich noch nicht im mythisch drin, aber... Egal. Sorry, dass ich den hier herziehe, Sunny, aber hier ist eine Öffnung. Ja, musst du auch. Oh, lol, da kommt der gleich. Okay. Mal gucken, dass ich den wieder ein bisschen mittiger positioniere, dass wir den besser rausziehen können. Oh. Okay. Dann boah, das ist ja eklig. Siehst du, da ist er. Hi, denkst du? Entschuldigung, ich bin halt nicht schon viel schwer. Wir haben dich vermisst. Was? Warum bist du leiser als Sunny eingestellt? Das ist doch nicht normal. Ja. Wieso habt ihr mich vermisst? 2 Uhr hast du gesagt, ziemlich Sunny. Nee, 13 Uhr habe ich eigentlich gesagt. Du hast gesagt 2 wow. Uhr, 14 Uhr hast du zu mir gesagt. Und guck mal, du knackst. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dann tut's mir leid, das wollte ich nicht. Ich bin der festen Meinung, dass ich 13 Uhr sage, weil wir jeden Sonntag 13 Uhr starten. Aber ich will da jetzt nicht streiten, um Gottes Willen. Den würdest du auch verlieren. Geil, jetzt ist er wieder lauter. Ich habe da gar deswegen warst du leise. Ich habe da gar keine Ambitionen für, wirklich nicht. Also ja. Meine Energie spare ich mir für andere Dinge. Die Leute haben einfach recht und ich habe Schuld und fertig. Genau. Gelöst. Das ist viel klarer. Fertig. Wieso ziehst du mich jetzt plötzlich mit rein, Mann? Ich wollte dich gerade unterstützen. Der behauptet auch, ich habe da auch die Luft gejagt, was nicht stimmt. Und die Diskussion. Geil, reparieren. Und die Diskussion verliert er auch schon Ewigkeiten. Okay, jetzt mal. Weil er weiß, dass er einfach kein Recht hat. Jetzt muss ich denken, ohne Witz leiser stellen. Hast du irgendwas gemacht gerade? Ja, ja. Ja, sein Kabel steckt nicht richtig drin, denke ich. Ja, ich habe mein Mikro aus dem Arsch gezogen und jetzt hält das viel besser. Knackt wieder trotzdem noch ein kleines bisschen, denkst du. Aber ja, ein bisschen mehr rauszuziehen. Guten Morgen. So, warte mal ganz kurz. Ja, guten Morgen kann man um 14 Uhr immer noch sagen. Das geht immer. Guten Morgen kann man den ganzen Tag sagen. Der zieht schon von Anfang an ran. Also das Ranziehen, das macht er nur in mythisch, da bin ich mir sicher. Vermeidet er Verbündeten mit dem Mann zu sicher. Wurde Schaden? Ich nie okay. Rangezogen in anderen Inis? Macht er nur auf mythisch. Okay, ausweichen und nicht so weit an Spielern stehen. Der antwortet nicht mal, der Mage. Was ist los mit ihm? Ach, scheiß drauf. Moment, welcher Boss seid ihr denn? Den mit den Haken? Letzten. Letzte. Ich habe schon, beim Porten gemerkt, dass der Mage ja, nicht der hellste im Kopf ihr müsst ist. Halt, ihr müsst halt auseinandergehen und dann müsst ihr zusammengehen wegen den ganzen Ads und die muss klar alle spotten. Das heißt, immer schön Udo bereithalten und die Ads müssen weggebaut werden. Ah, aber Udo hinstellen, du. Ja, noch nicht direkt, erst wenn die Ads-Phase kommt. Dann soll die da ausweichen, Sunny? Ja, also, ja. Geht in die andere Richtung, okay, ich dachte. Den Boss kenne ich noch. Da brauche ich Mana-Schwand und so. Ach, da ist der Riss. So. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber? Also lass ich es. Okay. Nein, ich habe das erste Mal was Nützliches aus diesen gottverdammten Berufungskisten bekommen. Da habe ich schon mal was bekommen, aber ich konnte mich nicht beschweren, dass ich nichts bekommen habe, weil Gold ist auch gut. Das Anständigste, was du da rausbekommen kannst, sind doch Medien. Nein. Auch Loot. Ausrüstung. So eine Lüge. Ist doch ein hab ich schon Mysterium. Gekriegt. Hab ich doch, schon bekommen. War auch das nicht ist schlecht. Das ist doch ein altes Mysterium. Das war doch noch nie so. Ich hab ein Schild raus. Hab ich dir gerade geschickt. Warte. Mein Nightbot ist übrigens sehr, sehr unhöflich. Ich muss mich für den entschuldigen. Kaum schreibt ein Zuschauer was, wird da gleich der Nightbot aktiviert. Vielleicht sollte ich das mal anders einstellen. Dass der dann doch immer. Jetzt ist der Riss tot! Willst du mich verarschen? Okay, das macht, glaube ich, gleich ganz böse Aua bei mir. Hast du irgendwie Heilung oder irgendwas? Ich bin schon voll dran, aber ich bin selber tot.
Was war jetzt der Fehler? Keine Ahnung. Fehleranalyse ist nicht meine Stärke. Fehleranalyse, ganz einfach, du bist viel rumgelaufen, hast keine Hotz in der Zeit verteilt. Ich muss ja vor dem Riss weglaufen, da kann ich ja schlecht. Und, ja, und bei Verjüngung kannst du trotzdem beim Laufen casten. Lol, der war jetzt noch tot? Hab ich doch, Alter, ich hab doch gesagt, wie... Ja, der hat Wechseln gerade, Denkster, Mann, alle mit X. Denkster gerade gesprochen. Hier bekomme ich eine Waffe oder was? Wollt ihr mich verarschen? Schrei hier nicht so rum. Freu dich doch darüber. Nee, das ist eine hässliche Waffe. Ich gehe einmal in dieses verfickte, in diese verfickte Inni, ja? Und krieg eine Waffe. Ich glaub's ja wohl. Ich glaube, es hackt. Andere Leute würden sich freuen. Ich glaube, es hackt. Eine Beweglichkeitsstangenwaffe, die würde ich sogar sofort nehmen für. Naja, wobei nicht wirklich. Tempo, Vielseitigkeit. Nicht unbedingt. Was hat Schild gesehen, Klapper? Ja, bisschen klein, aber ja, ist auch gegen. Ja, aber es ist 203 Item-Level, ne? Ich hab da einmal ein Item rausbekommen. Das war ganz am Anfang. Dann, sonst habe ich immer nur Scheiße bekommen aus den Dingern. Miep, so, wie sieht's bei deinem Herrn Wechseln aus? Ganz normal eine Status-Update-Frage. Solange er sich hier nicht meldet, würde ich sagen, nein. Ich habe auch einen schönen, ich habe einen schönen Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Mythisch? Welchen? Ja, dass der mythisch Plus ist, 5. Dachte ich mir schon. Welchen? Den lilanen. Du hast nicht gefragt, welche Instanz also. Alter, so. Masterplan. Ich habe meine Gruppe verlassen, weil der Mage noch drin war. blutige Tiefen. Okay. Flashbacks von letzter Alter. Woche. Ja, viel Spaß beim Geräusch, ich weiß. Flüssigkeit muss sein. Ich kann nicht sagen, wie lange Wechsel noch braucht. Selbst wenn ich jetzt nachgucke, gibt er mir keine Antwort. Okay. Keine Ahnung. Er hat von 2 Stunden geredet und er hat um... Gut, dann würde ich sagen... Heben wir eure Keys wirklich auf, bis Wechseln dann da ist. Wir machen erstmal den anderen Dungeon, unseren Lieblings-Dungeon. Und zwar Seuchensturz. Yay. It's time to shine. Aber wenigstens muss ich nicht fliegen, weil ich schon da bin. Hä, wieso steht denn nur Sunlight? Hat diese Quest bereits. Denkst du? Komm. Ja, was willst du im Ladebildschirm? Stress mich nicht, Alter. So, du bist im Ladebildschirm. Ah, okay. Ich muss hier einen neuen Lore auswählen, ich bin mit dem falschen drin. Neuen Lore? Ich bin verwirrt. Was machst denn du so in Bock auf diese Inni, das glaubt ihr gar nicht. Alter. Sunny, ich bin immer noch kein Blutelf, ich bin immer noch ein Sanalari-Troll. Ja, aber was machst du dann denn? Warum? Du bist doch 60. Ich bin. Weil ich mir einen neuen Lore hole. Als Sandalari-Troll kannst du dir doch einen Lore zur Seite. Also. Ah ja. Oder weniger. Das ist schon eine Weile her, dass ich meinen benutzt habe. Ich weiß ja, auch gar nicht mehr, welchen ich hab. Als was für eine Klasse? Damals, Alter. Aber das heißt nicht, dass ich den richtigen genommen hab. Dann hast du höchstwahrscheinlich Parku als Eule. Oh, ich bin als Tank drin, geil. Was? Ja, achso. Können auch beide tanken, gar kein Problem. So. Mann, wo ist er denn? Ja, ist Mann, wo ist er denn? Ach, wir portet mich eh. So, nochmal gucken, ob alle die Quests haben. Sieht so aus. Geil, Alter, ich Entschuldigung. Der die Gruppe aufgemacht hat, die Quest nicht genommen. Geil. Naja, vielleicht wollen die Quest einfach nicht machen. Nö, kriegst du bloß an jemanden Arsch geschoben und 500 Ruf. Ja. Will keiner machen. Kann ich voll verstehen. Ist so unnötig. Will keiner machen. Ruf wird überbewertet. Vielleicht so, werde ich heute ja ehrfürchtig bei den Aufgestiegenen, das wäre cool. Das ist Akunda, das ist Kimbul, da ist Krakwak. Krakwak. Krakwak ist für Tanks, Akunda ist für Healer. Krak, ich weiß schon gar nicht. Was ist für was? Ja, Krakwak, Akunda ist für Healer, weil da kriegst du eine Chance auf Heilung. Ich hab grad Begida verstanden. Amshin, Tempomeisterschaft, ist auch kacke.
Ich hoffe einfach mal, dass wir das heute hier intern schaffen. Dann muss ich da wirklich nie wieder rein. Ich will da auch nie wieder rein. Was geben wir das jetzt eigentlich? Plus 5 Seuchensturz, oder? Ja. Hat jemand, ist das jetzt ein Key von uns? Nee, ne? Nein, ist von einem Random-Typen, also. Wäre geil, wenn es in Time, aber wenn nicht, ist halt, ist mir eigentlich auch so scheißegal. Wenn nicht, dann nicht. Oder ist es euch, besteht ihr drauf, dass man euren Key in Time schafft? Ach, ist mir doch egal. Gut, gute Einstellung. Mach mal ruhiger Unterschied. Was soll ich mit einem höheren Key? Höher als 5, mehr Loot? Höher als 5 oder 6, eh nicht. Ah. Da bin ich jetzt blöd. Wo ist der? Und wir warten. Und wir warten. Und ich wir warten. Klapper, warum bist du nicht einfach raus aus der Inni gelaufen? Krackmack. Weil ich mich schon zurückgeportet hatte, als wir entschieden haben, dass wir jetzt erstmal nochmal solchen Sturz gehen. Ah ja. Ah ja. Aha. Aha. Reparieren, Sunny? Hab ich. Okay. Hör auf damit. Sorry, wenn eine Kiste in der Nähe ist, ich dachte... Nein, reiß dich am Riemen. Okay, dann halt nicht, ey. Ruzzefix. Schön, wie ihr alle die Seuchenwacht anpeilen könnt, glaube ich. Oder kann die jeder anpeilen? Die kann jeder anpeilen. Ja, wenn du den freigeschaltet hast, du musst da einmal gewesen sein. Ja, ich habe gerade den Sitz also, mit Primus verwechselt. Da ist auch wieder Kimbo. Ich fühle mich richtig falsch. Ich fliege mal auf die andere Seite. Vielleicht ist der da. Geil, Bäumchen wässern. Ich will halt Paku haben. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Bäumchen. Achso, ja. Komm hier. Entschuldigung. Wenn ich... Im Endeffekt ist es Wurst, ob 0 oder 20 da sind an Zuschauern. Nur mal so als Info. Ich habe hier gerade nicht mal einen Überblick, wie viele Zuschauer da sind. Und das ist auch gut so. Weil das einen gewissen Aber wenn ich Paco jetzt nicht finde, nehme ich den hier. Weil das einen gewissen Druck wegnimmt. Aber wenn ich auf Benutzer im Chat klicke. Ne, Druck, das muss ich kacken gehen. Hallo. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das ist eine ernst gemeinte Aussage. Ja, wenn das ich kann der Darm kann platzen, du. Halt doch einfach die Klappe, wenn du nicht. Ey, denkst du, wir hier medizinisches Wissen vermitteln, ja? Also wir sind hier aber nicht in einem Medizin-Trash-Talk. Wenn du zu viel Druck hast. Ey, das Warum? Muss doch mal gesagt werden. Weißt du, über das Thema wird oft geschwiegen. Ja. Ich finde es gut, dass du das mal ansprichst. Ich google das jetzt mal, wie viele Leute an Überdruck im Darm sterben. soll ich den Titel ändern in Trash-Talk mit Denkser? 2020 waren es 80 Menschen weltweit. Unnützes Wissen. Das sieht so strange aus wie der Ork auf dieser Maus. Ihr macht jetzt so lange mit dem wirren Zeug weiter, bis ich meine Frage vergessen habe. Das wäre gut, ne? Ja, Benutzer im Chat. Zack, weiter geht's. Komm, was willst du fragen? Da stehen übelst viele Namen drauf. Aber ich weiß, dass ich nicht so viele Zuschauer habe. Ja, das sind halt... Ich denke, das ist 100 Persönlichkeiten. Genau. Nein, gut. Mich würde es einfach interessieren, ob das richtige Zuschauer sind oder ob das irgendwas anderes ist. Das wäre eigentlich meine Frage. Da ich meinen eigenen Stream nicht anhabe, kann ich das nicht beantworten. Aber ich glaube nicht, dass ich... Warte mal, wenn ich die jetzt zähle. 1, 2, 3, 4, 5... Ich guck nach. 8. Twitch Details zum Beispiel ist eigentlich nur eine statistische Person. Sunny, du hast 100 Zuschauer. Mhm. Wohl kaum. Ich lass mich davon... Ich guck gar nicht, wie viele Zuschauer nein, ich habe. Nein, das meine ich nicht. Mich würde es nur mal interessieren, weil mir das schon öfters aufgefallen ist, dass hier einen. Ganz viele... Warum die Namen da drin stehen, die irritieren total. Vielleicht hast du die mal geblockt? Nee, ich habe noch gar keinen geblockt hier. So, und für die allgemeine Übersicht. Vielleicht sind das aber welche, die sich nicht anzeigen. Und doch. Komm, denkst du, Bäumchen wässern. Ach man, scheiß Generei jedes Mal. Denkst du, Bäumchen wässern, das bringt Glück. Wir haben Jahr des Ochsen, nicht Jahr des Baumes, also lass mich in Ruhe. Ja, des Udos bitte, ja? Möchte ich nur mal sagen hier an dieser Stelle. Erstmal hier. So, jetzt wie haben rechts rum für den Pilz. Genau, wie haben wir es gelernt? Wir müssen Klabber, rechts rum. Klabber, hast du aber schon, diesen ekligen Groß müssen wir schon umhauen. Hast du schon jetzt hier deinen Packtypen da auf Stufe 34, dass du hier heilende Auszeichnung hast? Was ist heilende Auszeichnung? Das ist glaube ich, das beste Talent, was du für Tanks kriegen kannst. Daraus. Halt ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich habe freigeschaltet. Ich habe mich heute damit beschäftigt, Alter. Ja? Aber müssen wir dann mal ein Tutorial machen hier. Machen wir gleich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Ja.
deshalb habe ich jetzt viel mehr DPS. Naja, wenn ich, wenn es prockt. Oh Gott! Oh ja, ja, ja. Fungi! Sunny, du kennst es laut schreien, wenn du kein Mana hast. Ja, ja. Habe ich doch vorhin schon sehr gut angewendet. Und wenn du siehst, dass dich Ads betiteln und ich da vorne das nicht realisiere. Aber ich glaube vorher, das konnte ich gar nicht, so. Jawohl, da sind die DPS, Junge. Jetzt geht's ab. Ich schreie dann ganz laut Ad und dann heißt es... Allerdings, 3,5k, Alter. Maschallah. Ich bin bei 6k, Junge. Maschallah, Aschewelle. Cool aus. Achso. Klar. Achso, ja. Geht. Nee, alles gut. Mein Bier, wenn du rauslaufen musst, ist logisch. Alles gut. Wie, wenn ich rauslaufen muss? Nee, vergiss es. Schon gut. Okay. Ich wollte dir gerade sagen, du stehst nicht im Heilkreis. Kannst du nicht, wenn du rauslaufen musst. Egal, klar, hin. Hier, Aschewelle. Wobei ich Aschenwelle hier das Medium auch noch wechseln müsste wahrscheinlich. Ich habe jetzt zwar Aschenwelle in Dot, was hier in Dot verursacht, aber das lohnt sich irgendwie nicht. Aber kommt das nicht auf die Klasse drauf an, was das beste Medium für dich ist, oder? Nö, es gibt ja unterschiedliche Specs, ne? Es gibt allgemein welche. Achso, Specs meinst du? Specs gibt's auch noch welche, ja klar. Ich kann ja nicht im Tankspec Aschenwelle-Dings drin haben, weil ich keine Aschenwelle als Tank habe. Wäre lustig. Mit jeder Aschenwelle für alle. Hashtag. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier permanent so einen Buff, dass ich 3% weniger Magieschaden erleide. Okay. Ganz praktisch eigentlich. Ich finde, das ist trotzdem die schlimmste Inni hier. Irgendwie gefällt die mir nicht. Also ist irgendwie. Jeder hat eine Hass-Inni. Ich weiß noch nicht, welche meine ist, glaube ich. Du bist das Aufstiegsbeste. Auch mit ihm was drauf. Du bist völlig süchtig nach dieser Inni, daran liegt das. Alter, ich war letztes Mal auch immer in Kronstadt anwesend jede Woche. Naja. Du bist nach der Inni, die du am meisten hast, aber drogensüchtig. Das lag ja auch daran, dass er eine Waffe droppt. Ja, das ist dabei so, ein Grund, gibst du zu. Ja, stimmt. Spitzel das ist Aufstieg, Grund, auch eine Waffe bekommt man. Ja, nicht zu viel hier Grund. Polen, ganz wichtig. Ja, aber trotzdem, ja, mag sein, aber ich finde, ja, stimmt. Ja, hast schon recht. Aber deswegen findet man die auch irgendwann gut, weil man irgendwann kann man die im Schlaf machen. Oh Gott. Ups, verklickt. Warum? Was? Hat da noch einer mehr Schleim gepult? Ja, weiß ich nicht. Weil sie wollen, dass wir sterben. Oh Gott. Ich bin gewootet gewesen, ich konnte nicht raus aus dem Schleim. Ich lauf. Eklig. Eklig. Ja. Da wootet der mich und dann stehe ich im Blut. Beste, ne? Kommt gut. Und darunter noch schön Schleim. Ja, wie gesagt, warum? Ja, noch mehr. Why not? Ach ne, jetzt war es ein Angriff, oder? Okay, jetzt muss ich aber hier wirklich mal ein bisschen... Hupsala. Oh, scheiße. Ja, das war mein Fehler. Hast du was gepult? War mein Fehler, ja, ich hab's gepult. Aber die kommen nicht. Ich hab vergessen, dass wir die nicht mitgemacht haben. Wie gesagt, Tode sind hier... Also, solange nicht immer alle gleichzeitig sterben, sind Tode... Kannst du hier wirklich easy vergessen. Also... Lächerlich. Vigo. Da hat der Wechsel genießt. Mhm. Take more, Krieger. Take more, das ist übrigens Druide, wollte ich nur mal zur Vollständigkeit. Ja, aber der Krieger hat alles gepult. Ja. Scheiß drauf, was der Druide sagt. Wenn man es macht, ist dann. Aber es hat schon Segen, dass die Pfützen schneller verschwinden. Das ist halt schon ein GG. Macht die auch noch hier prozentual Damage? Ja. Aber die verschwinden schneller. Und Sunny, nach der Ad-Gruppe kannst du mal nochmal Mana tanken. Ja. Von den anderen Dicken hinten schon? Kannst dich anderen Dicken. Den... Ist doch nur einer. Nein, sind zwei. Ist der Boss. Nein, auf der anderen Seite, die laufen noch immer zwei, da läuft noch auch noch einer. Ach, den haben wir schon, ja, den haben wir schon. Alter, kriegen wir uns einmal weh. Ja, toben. Alter, das hat ja 8 Schaden! Du Biest! Toben, Wirbel sind aber easy. Wie kannst du 8 Schaden machen? Mit Mondfeuer. Auto-Attack oder was? Nee, Sonnenfeuer. Achso. Haben wir alle, ne? Mana?
Ja, bin dabei. Schon. Erst mal wässern, dann geht's schneller. Oh, ernsthaft jetzt, blöde Fläche. Jetzt durfte ich weglaufen, denkst du? Oh. Wo geht der her? Mann, ey. Da guck mal, 2 Sekunden aufs Handy, ey. Die wird immer größer, ne? Ja, und ich komm nicht zum Mana-Recken und die pullen gleich. Worst case. Okay, geht los, Sunny. Ja, kannst. Paar Sekunden kann ich ja immer noch weiter recken, auch wenn der Kampf schon läuft. Das kann ich immer mit einrechnen. Der hat keine Finger! Jetzt kann ich den Trainer wieder rankommen. Bäm! Warum kriegt der Druide so aufs Maul? Warum Weil der in der tot? Fläche stand. Weil man nicht ausweichen tut hier in der Fläche. Ey, die Leads heute sind richtig gut, du, von den Gruppen, ey. Muss man mal sagen. Wo ist der Große? Soll ich den retzen? Ja. Nur ein Druide. Ja. Wir verlieren ja keinen Battle-Retz. Der Druide kann das ja auch noch, oder? Kann er das? Nee, nicht unbedingt. Weil haben wir gemeinsam einen Cooldown, also... Ne? Also jetzt ist 4 Minuten Cooldown drauf, ja. Gemeinsamer Cooldown? Ist ja richtig eklig. Ist das dieser ominöse globale Cooldown, von dem wir alle reden? Ja, kennst du das technisch, ich weiß. Hat der Typ sich gerade geheilt? Keine Ahnung. Ich bin auf dem. Meinen Augen. Auf der anderen Seite. Nicht, dass da das große Ad gleich kommt. Reinigen auf Dengsa. Okay. Wasch dich mal. Oh nö, Junge, jetzt kannst du mich am Arsch legen. Mach ich jetzt mein Damage auf den Boss. Ich hab grad so schön meinen Buff drauf. Oh, 15.000er Crit. Schmeckt das, ey. Noch ein 8.000er. Oh Junge, ich fick den Boss einfach weg. Okay, töt mal das. Geil, wie der aber weggeblasen wurde. Komm, ich geh mal auf die andere Seite. Das bin ich gewesen. Oh nein, klapper. Komm, lauf, mein Junge. Lauf. Sehr gut. Okay. Ja, ich konnte da eh nicht weiter. Ich musste jetzt hier auf die Seite. Dass das Typ so langsam unterwegs ist, ey. Sunny? Ja. Soll ich irgendjemanden Dispel? Also, wer kriegt am meisten Schaden von dem Debuff, wenn er den Debuff drauf hat? Du. Ich, ja. Eine Heilung. Immer so frei. Aschenwelle! Nein, nicht schon wieder, ey. Warte, wenn ich Glück hab. Und! Hallo? Ne, ich glaub nicht. Okay, den kann ich eine Weile wurzeln, aber irgendwann müsst ihr drauf gehen. Naja, ist okay. Machen wir. Ach nö. Ich hab ganz dann, wenn der antwortet, scheiße. Oh Gott, Schmerz. Gottes Schild. Okay. Ah, okay, die Eule. Ach komm! Ach nö, bleib nicht stehen, du Affe! Beweg dich! Beweg! Alter, war das Affe. Läufst du oder soll ich ratzen? Ich kratze ihn auf! Das Mal fehlt mir auch noch. Wir kommen unter den Lebenden, denkst du? Je nachdem, wie man das hier in den Schattenlanden bezeichnet. Oh, so eine Art. Leute, ich will nicht meinen Tag. Egal. Hatten wir letzte Woche. Ups. Ich glaube, der Arm weh. Sehr gut. Oh, Aschenwelle, hast du gesehen, Klaber? Nee, leider nicht. Bitte mal dispellen auf Klaber. Nö. Ja. Wunderschön verteilt. Wow. Really. Boom, 10k Crit. Das schmeckt mir. Das schmeckt mir nicht. Da muss ich automatisch an diese Werbung denken von damals. War das die, wo man an der Seite lang reitet? Ja, ne? Ja. Ich nehme die 3 da trotzdem noch mit.
Eine schöne 3. Oh Gott. Oh. Maschallah. Oh, ist immer gut. O bedeutet Scheiße für Neiler. Ja, ich dachte, Klaba hat ihn gesehen und hat schon Damage drauf gemacht. War der schon da? Der hat sich gut getarnt, ey. Dispel ja? auf Klaba, bitte. Bitte? Dispel auf Klaba, bitte. Nee, erst wenn die jetzt tot sind. Jetzt hat er 9 Debuff drauf. Okay. Außerdem hat er erst 4 Stacks, so jetzt hier. Jetzt gefällt weg. Mir nicht, dass sie so weit wegrennen. Es gefällt mir nicht, dass sie so weit wegrennen. Musst ja nicht hinterher chargen. Ekelhaften Schlundratten, ey. Okay. Hü, mein Pony! Eile geschwind, edles Ross. So, den Typen nimmst du mit? Ja. So, der Wechsel dürfte gleich da sein, der ist online. You don't say! Ja. Und dann wieder offline. Und wieder offline. Hat er gleich gehört, weißt du? Alter, und wieder online. Er wächst dann, ey. Richtig entscheidungsfreudig hier. Ah, nein! Ah, doch, da kommt jetzt. Aua. Egal, in die Soße rein, es muss gehen. Nein, in die Soße sollte rausgehen am besten. Ja, wo soll ich denn hin, wenn die Fläche... Nicht vor dem stehen. Oh. Wechseln schreibt, wir brauchen 88% vor dem dritten Boss. Der Wechseln. Ja, und wieder die magischen 88%. Folgt dem orangenen Punkt. Folgt dem orangenen Punkt. Bin da. Oh Gott, wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Dispel bitte auf den Krieger. Wobei, das macht keinen Unterschied. Prozente. Oh, diese Innis. Nee, war der Fehlpool. Deshalb, die Ads, die hätten nicht sein müssen. Aber wo kommen die alle her? Ich hab's nicht mitbekommen, ich war auf Zahlen. Keine Ahnung, weil du dich falsch positioniert hast erstmal. Hättest mit dem Dicken durchlaufen müssen. Ja, ich dachte, die kleine Fläche war nicht. Puls. Oh, jetzt hoffe ich mal, dass wir nichts pullen aus Versehen. Wo kommen die denn plötzlich her? Die waren vorhin auch schon da. Der pisst da nur hin, verstehe. Oh, klar, aber mit deinem Mammut habe ich kein gutes Gefühl. Der hat die gleiche Hitbox wie jede kleine Lanzesreit hier. Safe. Könnt ihr mal kurz dem Wechseln sagen, dass er nicht schüchtern ist? Er schreibt gerade erst schüchtern. Klar ist Wechseln schüchtern. Das ist meine Ausrede, die können dir nicht einfach klauen. Hab geschrieben, Trabandu-Klappstuhl. Finde ich gut. Er braucht das. Wo kommen da jetzt diese Blubs her? Weiß ich nicht. Rock, Ed. Hat der Druide gut gemacht. Und was macht der Druide jetzt? Und was macht der Wechsel da drüben? Sich wegblasen lassen. Ich will nicht wissen, was der Wechsel da drüben gerade gemacht hat. Das hat sich komisch angehört. Wow, wir sind noch nicht mal beim zweiten Boss und haben schon 10 Tode. Sag mal, hörst du mir eigentlich? Ich hab dir vorhin schon zugehört, dass hier Tode keine Rolle spielen. Jetzt sind die Blobs plötzlich weg? Ach, scheiß drauf, mal, das ist nur einmal im Jahr. Ja. Alles klar. Herr Wechsern hat sich Monte eingeschenkt, alles klar. Wie schenkt man. Was? Ja, eingeschenkt. Nein, Klammer, nein, frag nicht. Frag das nicht, ist nicht richtiges Wort, das weiß ich selber. Akzeptier es einfach. Nicht nur das Einschenken, sondern was hat das damit zu tun, dass das komische Geräusch. Okay, nicht hinterfragen. Genau, nicht hinterfragen. Einfach Monte, Joghurt sind zusammen. Was für ein Joghurt, Alter, es wird immer schlimmer. Kennst du Monte nicht als dieser Pudding? Das ist kein Joghurt. Ja, Pudding, besser? Einfach ruhig sein. Einfach ruhig sein. Bist du selber schuld, du hast hinterfragt. Ja, stimmt auch wieder. Ne, muss man selber jetzt sagen. Ich muss aber mal ein bisschen meine Sunnyhaftigkeit rausbringen, ne? Sonst nee, ist das hier nicht nee, mein lass es. Das ist mein Stream, das muss ich machen. Das gehört dazu. Nee, lass es raus. Nachts im Bett mit meinem Wechseln, aber nicht apropos, hier. Der Wechseln ist übrigens da. Hast du dir dein Monte-Joghurt eingeschenkt, Wechseln, und dabei komische Geräusche gemacht?
Du kennst doch diese Monte-Dinger. Das ist ja noch sehr gutes Plaste, was zurzeit hergestellt wird, ne? Und wenn du das knackst, dann... Hört man deswegen. Das im anderen Zimmer. Ach so. Denkst du, was war jetzt gerade wieder bei dir? Ja, du denkst scheiße. Was? Hatten wir nicht letzte Woche die Unterhaltung, dass der Tank ist tot, nicht meine Schuld, dass der Tank da tanken soll? Also ich bin da raus, mir ist das egal, streitet euch drum, also, ne? Was, warum? Ja, vielleicht sollte man an einem Tentakel, wo ein Nahkämpfer dran sein muss, auch dranbleiben als Tank. Ja, ich war doch dran, bis er gestorben ist. Du bist weggegangen. Du bist weggegangen, dann hatte ich automatisch die Akku, weil ich als nächstes dran stand und da hat er mich umgeklatscht. Die Tentakel machen höllischen Damage, das weißt du, ne? Wenn man nicht gerade Tank ist. Okay. Nee, weiß ja. Er nicht. Er spielt ja nur Tank. Ach ja. Stimmt, so ist das. Ja, aber auf jeden Fall hat er mich gerade mit zwei Schlägen einmal eben so weggenuckt. Ja. Weil einfach der Tank meinte, hey, an einem Gegner, wo ein Nahkämpfer dran sein muss, da kann ruhig der Nahkampf-Paladin dranbleiben. Und ich denk so, yo, hier ist ein Hand auf Leben. Das ist wie wenn Klabber eine Kiste durchsucht und du am Haken hängst. Ja, richtig. Oh ja, die Story kenne ich noch. Alter, hat der Wechsel gebrüllt. Nichts anderes. Das weiß ich noch. Das kann gar nicht sein, weil zu der Zeit habt ihr noch gar nicht zusammen gewohnt und du warst nicht da. Ich erinnere mich da aber dran. Dann muss ich im Discord gewesen sein oder so. Nein, du warst auch nicht im Discord. Schon mal warst damals TS. Siehste? Damals warst TS und du warst nicht dabei, Sunny. Der Pilz ist übrigens wieder rot. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls kann ich mich dran erinnern und das ist ein Seltenheitsfall, wollte ich nur mal erwähnt haben. Als ob du dich dran erinnern kannst. Wir gehen jetzt erstmal rechts hin und ziehen die Typen dahinter. Jawohl, Chef. Bist du bei der nächsten Inni dabei, Herr Wexham? Mhm. Sehr schön. Ist das eine Drohung? Das ist ein Versprechen. Danke, Wexham. Herr Schüchter. Dankeschön. Ich glaube, ich müde Sunny gleich. Ich krieg Kopf. Ich halte es nicht aus. Ey. Er hat doch geantwortet, was ist jetzt wieder? Nein, hat er nicht. Du hast für ihn geantwortet. Ja, muss er doch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht deine Problematik. Oh, der kommt hierher. Alarm! Alarm! Ja, wenn wir nicht polen, ist alles gut. Ja, sag das mit dem Druiden. Los, noch ein bisschen schneller. Steht er da. Wir gucken ihn an. Er guckt uns an. Ah, gehe ich in die andere Richtung. Ja, dann gehen wir zuerst dann dorthin. Der kommt jetzt wieder zurückgesprungen, der Kollege. Gehen wir doch dorthin. Okay. Du kannst die Ads doch wieder hier nach vorne ziehen, indem du wegläufst. Ja. Ja. Lauf, kleiner Panda, lauf. Jetzt habe ich dir schon mal einen Boost gegeben und nutze den nicht. Wie soll ich laufen, wenn die Ads nicht einfach wegziehen können? Ja, dann würde die Heilung. Was macht denn der Druide da? Der Druide pullt den Boss. Post. Den Boss. Hat er nicht, alles gut. Aber du solltest einfach mal weiter weglaufen, ich wiederhole, die sind Caster. Danke. Wunderbar. Moment, wir haben eine Eule, warum macht der nicht... Oh Gott. Ey, du hättest den Mage letzte Runde sehen müssen, der war richtig dämlich. Oh, wir kriegen gleich noch einen. Naja, der ist aber nicht dämlich. Bezweifle ich. Den kannst du nicht übertreffen vom letzten Mal. Wo ist der Boss hin? Der ist hinten. Und da hinten steht rechts steht er. Ja, ich würde sagen, ey. Und wieder. Polen und weglaufen. Nein, wir gehen hier hinter. Na gut. Ja, stimmt, das geht auch. Hier kann man ja wieder. Bäh. Da fehlt doch einer. Das ist der andere Typ. What? Der steht da. Ich war gerade gestunt, denkst du. What? Moment, wie viel Leben habe ich? Du hattest eigentlich volles Leben. Sunny, du bist Heiler. War ich full life? Ja, eigentlich schon. Oh, kommt der Typ mal eigentlich wieder hinter? Eigentlich ist keine präzise Aussage. Ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen. Guck im Stream nach. Warum kommt der nicht? Warte, das kann ich dir gleich sagen, denkst du. Genau, guck mal nach, ob ich full life war, weil ansonsten ist das ein ziemlich guter Bug. Au, au. Au. Kommt der mal hier vor? Ja, was ist falsch mit dem? Hat er sich da festgebuggt oder was? Was ist das denn? Der will da nicht vor. Ich bin hochgeflogen und gestorben. Ich will nicht mehr. Ich war full life. Okay, dann ist es ein Bug. Ich will laut der Todesding da, ne, ich hab einen Bug, ich kann es aufmounten, nice. Laut dem Todesding habe ich nämlich nur 18.000 Schaden gefressen durch diese Fähigkeit. Ich sag ja, die Inni ist scheiße. Aber habe 30.000 Leben insgesamt.
Ja, geil. Das Ding ist, ich weiß nicht, was geil, es war. Ja, ich bin tot. Ich habe bloß bist ganz kurz gesehen, dein Leben ist auf 20% gefallen. Ja. Und dann, aber in der nächsten, weiß ich nicht, Millisekunde, bist du auf immer auf 0 gegangen. Das heißt aber, ich muss noch irgendwo 12.000 Schaden herbekommen haben und ich glaube nicht, dass das von dem Debuff war. Weil der hat immer nur mit 250 getickt, so ungefähr. Irgendwas macht diese Eule auch Schaden, oder was? Zum Leben gekloppt. Ja, ja, genau. Die also Eule macht weniger Schaden als ich. Also laut der Todesanimation, Todesstatus da, bin ich durch diese Stachel, habe ich 18.000 Schaden gefressen. Nein! Und die haben mich auch getötet angeblich. Deshalb wundere ich mich, ob ich full life war. Alter, kann ich mich mal kurz aufregen über diese Scheiße hier? Mann, so. So, jetzt hast du dich aufgeregt, das ist aber gut, ne? Genau. What the fuck? Die Eule macht tatsächlich keinen Schaden. Ah, Hilfe! Wie viel macht sie denn? 1500. Ist wirklich nicht viel. 1500 und ein Fünfer-Key, ey. Gleich mal in die Schnauze. Raus mit dir. Kann man da durchschreiben, wenn der Pissstrahl da ist? Ja, ne? Ja, kannst du. Helft mir. Würde ich ja gerne, ich bin nur nicht in Range. Ja, irgendwie hat sich auf einmal ein Mob zu mir teleportiert. Ernsthaft? Ich hasse euch Spieler, wirklich. Ja, natürlich, jetzt geht die Eule auch raus, ey. Hier, ist mir egal. So, nächste Ini. Let's go. Let's go. Können wir erstmal wieder rauslaufen? Ich hasse dieses Spiel manchmal echt. Muss der Uso. Ja, den Uso. Also. Ey, den Uso nehme ich auch gleich, wirklich. Geil, ich bin nicht mehr im Kampf. Das erträgst du ja nicht hier, ey. Geil. So, welchen Key wollen wir zuerst machen? Dachte, ihr wolltet Spitzen des Aufstiegs. Ah, ne, haben wir ja keinen Key. Also wir haben blutige Tiefen von Denksa, wir haben Nebel von Tönowski schon mir. Was hat der Wechsel im Angebot? Andere Seite 7. Ach du Scheiße. Oh. Andere Seite 7 wird, glaube ich, eher nicht. Und wir haben auf jeden Fall, möchte ich Spitzen des Aufstiegs gehen. Ja, Ich würde sagen, wir machen Spitzen des Aufstiegs und gucken, was danach noch kommt. Weil 2:30. Einwände, Zusprüche, Diskussionen. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Spitzen! Plus 5? Klingt gut. Itzi bitzi. So, Spitzen sind in Bastion. Geht und dient. Halt die Fresse. Hat sich jetzt ausgedient, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, die Alte ist doch so gut wie tot. Noch nicht bei unserem Stand, aber in der Zukunft. Soll verrecken einfach. Wunderbare Hure. Hat sie doch, hast du doch. Ich frage mich, ob ihr jetzt wie kleine Ameisen, die keine Königin mehr habt, jetzt alle durcheinander fliegt. Als ob, die haben immer noch den Stock im Arsch. Wie heißt der? Pol im Arsch. Pol im Arsch! So. Ach, die werden da schon jemand Neues finden, mein Gott. Gibt doch genügend von den Schlümpfen. Geil, ein Mage, zwei Mages, das kann doch gut sein. Akro. Alter, miau. Ja, der Köter geht mir auf den Sack, Alter. Ey. Schnell 9 Uhr ist er am Bellen an einem Sonntag, ey. Ja, das kann ich verstehen. An einem Sonntag.
Rattengift runterschmeißen, ey. Mistvieh, sollen wir ja ziehen, ey. Ich kotzen bei. So, was hatten wir bis jetzt? Theater der Schmerzen? Ziemlicher Fail. Ende. Eine In-Time wäre heute schon nice. Spätestens Aufschluss dürfen wir hinkriegen. Also, könnte knapp werden, aber kriegen wir, dürfen wir hinkriegen. Ist jetzt kein Effekt, der uns zu sehr auffällt. Die Bosse machen nicht mehr Schaden, das ist schon mal gut. Wir haben Wechsern dabei, der knüppelt den zweiten Boss nieder wie nix. Bin zuversichtlich. Und wir haben noch einen zweiten Mage. Also selbst wenn der keinen Schaden macht. Mensch, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin gerade mit dem Druiden am Schreiben. Spitzen des Aufstiegs. Der ist voll am Ragen, der Typ. Der Druide ist voll am... Ich habe ihn angeschrieben, ich habe geschrieben, Noob. Warte so, der scheiß Tank, der scheiß Heiler und du bist nur am Sterben. Der Tank kann die Instanz nicht, der Heiler heilt nicht. Ich sag ja, und du bist die Idee und machst kein Damage. Besonders ich heile nicht, ne? Mhm. Ja. Genau. Wieso kenne ich den Dungeon nicht? Ich kann ja mal nicht heilen. Verstehe ich nicht. Ersten Boss ohne Probleme. Zweiten Boss ohne Probleme. Ohne ihn Fail zu pullen, was er fast geschafft hätte. Versteht nicht, was sein Problem ist. War das nicht der Druide, der beim ersten Boss stehen geblieben ist und umgekippt ist? Ja. Ja. Solche Leute sind einfach nur dumm im Kopf. Einfach nichts dazu sagen. Ja. Und dann ist es. Auch wenn das nicht einfach ist. Dumme Menschen regen einen nur auf. Amen. Exakt. Ursula. Ja, <hab's noch. lacht> Darauf habe ich erwartet. Ach ja. Ey, jetzt habe ich mich gerade völlig verwirrt. Mein Handy geguckt und festgestellt, wer schreibt mir da? Kenne ich gar nicht, aber doch. Ist auch faszinierend, dass das Bäumchen, das theoretisch langsam ist, als ein Baum ist, als erstes da ist. Was? Baleni. Oh, ich mag diese Musik. Dieses Klavier. Geht und dient. Dieses Klavier. Könnte ich mir stundenlang anhören. Ich habe das schon versucht zu googeln, diesen Song, aber leider nicht, bis jetzt nicht fündig geworden. Shazam. Was? Shazam. Keine Ahnung, was du meinst. Wenn das der Song nach. Ja, kennt die Musik. Ach so. Macht ihr noch Kaffeekränzchen oder wo geht? Ach so, ihr fliegt zu, stimmt, ihr fliegt ja zu Elysischen Feste. Ihr seid ja geht und dient Mitarbeiter. Nein, jetzt nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Ey, wir sehen, ob die Alter schon abgenommen. Ach nee, die ist ja noch gar nicht. Kommt ja noch gar nicht. Na. Lol. 194er Helm. Ey, kommt Meisterschaft. Safe erst Ende April 9.1. Toll. Jetzt versucht er meine Grammatik zu verbessern. Meine ich so, ja, die zackt wieder in DPS. Oh! Das ist was für Denkster, da hat er richtig Spaß drin. Hallo, kleiner Fuchs. Komm zu mir, wo auch immer du steckst. Irgendwo. Hallo, Schätzelein. Was? Hallo. Genau, so, weißt du. Nein! Freut mich schon besser dich. Müssen wir noch jemanden porten, ja, ne? Ja, es sind nur drei Leute da. Aber der Wächsdenkster ist doch fast da. Der kann ja nicht weiter weg sein wie du, oder? Lass mich verarschen, ich stehe neben dir. Ja, aber der Denkster ist doch auf derselben Höhe gewesen wie du. Der kann doch nicht viel weiter weg sein wie du, eigentlich. Verstehst du? Fehlt noch. Ja, da, wo ist der denn? Der ist schon in den Spitzen des Aufstiegs. Ah. Flugschule, nein. Ich will nicht. Fahrschule war schlimm genug. So, Herr Klaver, das ist ja eine Instanz, die Sie kennen, dann kann ja nicht schief gehen. Sagte sie.
Wie oft habe ich das schon gedacht? Wieso kann ich von dem gedeckten... Sind immer wieder ich kann nicht von dem gedeckten aufkommen. Tisch nehmen. Was ist denn das für ein Betrug? Wechsel macht die besten Mana-Brötchen. Genau, ich schmeiß jetzt einen Stack raus. Jetzt kann ich wieder einen neuen Stack nehmen. Lol, ich kann kein angefangenes Stack kann ich nicht auffüllen. Kreis! Und Sunny auch noch markieren. Hör auf mich zu markieren, du Hund. Sunny markieren? Okay, Moment. Alter. Bäumchen wässert dich. Wir spucken mich alle an, ey. Das ist nein, wir bewässern dich. Das ist ein Unterschied. Hm. Ich hab viel Spucke von Klammer gesammelt damals als Baum. Ja, Mann. Was? Achso. Das war aber nicht derselbe Char. Das kann man nicht. Char-Übertragung. Na, natürlich. Das hab ich im Eimer gesammelt und dann rübergeschickt per Post. Ja, außerdem ist das auch der Cousin dritten Grades von Zukan. Ja. Klar, aber hatte ich nicht darüber geredet mit dir, bezüglich des Abos bei Blizzard, dass ich ein Talent dafür habe, zu vergessen, wann die abbuchen? Ja. Ja, ist mir wieder fast passiert. Ja, du hast doch gesagt, du hast ein Talent dafür. Deine Armut kotzt mich an. Hör auf, das zu skillen. Nimm mal was anderes. Ey, ich habe das vor über 2 Wochen, ja, habe ich das Abo abgeschlossen mein, und dann hatte ich irgendwie im Kopf gehabt, dass die schon abgebucht haben und jetzt stellte ich Freitag fest, oh, sie buchen Montag ab. So ungefähr 2 Wochen, nachdem man das gemacht hat. Da denkt doch kein Mensch mehr dran. Gibt's auch Murloc. Ey, Klammer, gibt's ZL zum Mount, ne? Wenn wir mal so ein, ey. Welches Mount? Achso, die, ja. Ich spiel mein ja. Gedächtnis, Junge. Danke. Ich wusste, dass ich das voll aus dem Konzept bringt und du erstmal überlegen musstest. Ehrlich gesagt weiß ich aber auch nicht, welche Mounts Klammer jetzt alle bekommen hat. Also Graumähne, ja, wahrscheinlich. Weil er heute, weil er heute bekommen hat, weil er heute gepostet hat. Ich hab noch nicht in die Gruppe geguckt. Oha. Ich weiß also gar nicht, welches Mount. Von der Stiste, was Wechseln auch bekommen hat. Von diesem violetten Fehler. Dieser Vogel, der nicht mehr so lebendig ist. Das ist eindeutig nicht Denkstars Tag heute. Warum? Er war schneller tot, als ich hochheilen konnte. Ich hatte Agro. Als ob. Ja, ich habe dunkle Blitze abbekommen. Hör auf, so viel Schaden zu machen. Du machst mehr Schaden als Wechseln. Also im AOE macht mir auch keiner was vor, du. Also bei 2-3 Leuten mache ich schon Damage ohne Ende, du. Und ich habe nicht mal meine Flügelchen gezogen. Oh Gott! Alter! Was? Hä? Von wo? Die guckt mich an und freut auf Denkster? Weil nämlich... Ach, die steht da drin. Warte. Die steht da drin, die eklige. So. Ich hab nicht mal angegriffen. Oh Mann. Oh nein, nicht schon wieder. Ich hatte schon voll Heilung auf dich. Die stand in diesem ekligen... in dieser Suppe drin. Ja, aber trotzdem, ich habe nicht mal angegriffen, weil ich greife hier mal mich an. Okay, Leute, dann mache ich das eben so. Ja, oder so. Miau. Mann, ey, immer ich. Hab ich ein Pech. Die Katze backt rum. Steht einfach da und bewegt sich. What the fuck? Geil, Alter. Oh Gott, was ist denn hier los? Geil. Oh nein, die ist schon wieder. Schild aktivieren. Ah ja, die sollte man auch öfters mal kicken, übrigens. Aber trotzdem sollte der Typ zuerst sterben. Nö, ich schmeiß die alte Platt. Das sieht mich nicht. Ist was Persönliches, ne? Ja. Aber sowas von, Alter. Oh Gott, ich kann nicht kicken. Ah, ich sterbe. Hand auflegen. Okay, das ist gut. Er hat kein Hand auflegen genutzt. Beweg dich. Ich wollte gerade sagen, du warst full life, meinte Hand auflegen. Ich hab Hand auflegen, klar, ich Hand auflegen, was wollt ihr von mir? Ja, aber du hast es nicht benutzt. Warte. Sonst hättest du es nämlich als Debuff drin. Alter, die Sunny richtig detektiv Conan, ey. Irgendwas mit Vorahnung oder so, keine Ahnung. Kannst du sie einfach. Ja. Nein! Einfach stillschweigend akzeptieren, nein. Muss man immer noch mal sagen. Das macht immer kaputt alles. Ja, so. Das muss auch so sein. Die Leute sollen ja nicht denken, dass ich Ahnung hätte. Habe ich echt einen Lieberfläche benutzt? Tatsache! Ach, scheiße. Sorry, Wechseln habe ich nicht. Aber gut. Aschewelle! Vorahnung. Doch. Nö, falsch, ne? War aber mein Gottesschild. Hahaha! Das habe ich ausgetrickst. Nö, hier steht, kann nicht das Ziel von Gottesschild Hand auflegen oder Hand des Schutzes sein. Ja, weil ich Gottesschild gemacht habe.
Ja, aber was du dann, ist ja Wurst, du kannst da nicht Handauflegen verwenden. Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich Gottesstift benutzt. Ich dachte, ich habe Handauflegen benutzt. Halt, wollte ich wohl Handauflegen benutzt, ich habe Cooldown. Fuck! Warum sind es eigentlich zwei? Was ist hier immer plus eine? Oh, ja, genau. Lädt euch in die Gilde Devouring Pain ablehnen ein. Devouring oder Devourer? Ach, was weiß ich. Was weiß ich? Englisch und so, ne? Bitte, bitte. Kein Interesse. Mein Englisch ist fein, nur meine Grammatik sagt. Oder tut's auch im Deutschen. Oder macht das nichts. Wie der Druide vorhin, meinst du? Ja. Wie seine DPS. Da kannst du bitte zusammenziehen, Klabber? Nein. Doch? Ich meine, der zusammen. Doch, klar. Damit man AOE drauf machen kann. Also Fähigkeiten, die zwei Leute treffen zum Beispiel. Dann kriegen die doppelten Damage. Alter. Vier Stacks. Muss aufpassen, dass ich da nicht in diesen scheiß vier Stacks hast du. Sollst du auch hinter dem stellen. Wie vier Stacks? Wovon? Klabber hatte gerade vier Stacks, deswegen. Da ist eine Schlange. Auf die Schlange. Let's go. Vier Stacks von tiefe Verbindung. War nicht so geil. Oh Gott, ich glaube, ich muss aufs Klo. Ich glaube, mir platzt der Darm. Wird oft unterschätzt, habe ich heute gehört. Aber warte mal. Ihr seid so blöd. Okay, nee, war nur ein verklemmter Furz, Entschuldigung. Ja, apropos Furzen, ne? Neues. Ja, ich habe mich gemutet, ja, was willst du von mir? Nee, aber wir haben eine Feststellung gemacht, der Wechsel und ich. Ach nein. Wechsel kann keine Rosen furzen? Der kann nur furzen, wenn er in meinem Zimmer steht. Geil. Verständlich. Verteilt sich besser. Ja, würde ich schon sagen, ey. Ey, es ist so geil, du willst irgendwas anderes und dann so. Und du atmest das schön ein, ist so gut. Ja, klar, den brauchst du niemals mit dem Rücken. Du hast schon wieder drei Stacks. Was genau passiert da, wenn du so viele Stacks kriegst? Ich hoffe, das finden wir nie raus. Klar, aber drückt den Boss dem Rücken zu. Ja, geht's gut. Ey, klar, aber brauchst du eine Verzauberung? Ich kann dich verzaubern. Nö. Hast du die richtige Verzauberung? Ja. Falsch. Falsch. Du hättest die Verzauberung brauchen müssen, wenn du den Schaden leistest, dass du 12% mehr Heilung kriegen kannst. Juckt mich nicht. Vielleicht bist du deshalb so scheiße, so wie der Druide gesagt hat. Nein, glaube ich nicht. Deswegen später auch Monk. Ja. Okay, das Argument war zu viel von Sunny. Achso. Wollte gerade sagen, also übertreibt. Finde ich nicht okay, dass Sunny so übertreibt. Da kommt der Wechsel seines DPS. Keine heilige Energie, kann ich kein DPS machen. Jetzt habe ich keine Energie. Alter, das ist unfair. Aschewelle. Finde ich nicht okay, weißt du? Ich habe gerade meinen Glockenschlag benutzt und was ist? Bin drin. Katsching! Mein Glockenschlag ist meine Packfähigkeit, dann werde ich Frischurteil auf. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, klingelingeling, er will an deine Eier ran. Musst du immer übertreiben. Nein, das ist der Text, kann schon nichts für. Mehr kenne ich nicht. Kenne nur den Anfang. Why? Der hat doch immer ausgemacht. Why? Die machen wir doch immer. Nein. Wie nein? Letztes Mal hast du ja auch gesagt, die müssen wir machen. Ich habe gesagt, beim letzten Mal habe ich gesagt, wir testen das und da habe ich gesagt, es lohnt sich nicht, weil die sich wieder so komisch aufsplitten. Ja, als ob ich dir zuhöre. Hast du gerade gesagt. Alter, jetzt pass auf, blablabla und. Jetzt krieg ich keine heilige Energie. Eine heilige Energie wäre genug, gell? Damage. Na, wechseln wir, sagst du zu meinem Vergelter. Bin ich gut? Mach ich gut Damage, ja, ne? Ist gut, ne? Ja. Ja, ist gar nicht so übel, ne? Ich hatte aber auch Glück, ich war einmal Denatrius und hab direkt die Anima-Kugel bekommen. Alter, was ist mit dem Akro? Der kriegt ja richtig auf die Schnauze. Wer? Der kriegt auf die Schnauze. Der Akro. Wer ist ein Akro? Wenn ich. Der andere Magier? So. Wenn ich sage, der Magier, dann fragt jemand, wer? Ja, wie gesagt, Wechsel kriegt auch einen Schaden. Der hat so viel Schaden gekriegt, dass seine Kauterisierung gezündet ist. Ja, passiert.
Ich hab einen Ohrwurm. Danke, Sunny. Gerne. Ja, bitte beehren Sie uns bald wieder. Wechseln? Ja. Hast du auch die Verzauberung? Gilt die auch für dich? Ich weiß nicht, ob das Fanclub auch gilt. Was? Ja, gilt. Ja, die sinnhafte Offenbarung. Das Schattenkernöl, damit kann ich mein Damage auch noch steigern. WW wechseln, hol ich mir noch. Ja, dazu musst du aber den Trank des Phantomsfeuers zum Beispiel dabei haben. Ja, ich hab ja einen Alchemisten, Alter, was willst du von mir? Ich sag's ja nur. Ja, ja. Ich bin, ne? Mein Cousin ist Zukan, der regelt. Klabber kennt sich aus. Mhm. Hast du noch Tränke, Klabber? Wird langsam knapp. Frag schon mal warum. Ist halt überlegen. What? Oh. Warte. Ja, dass der Hund da stand, war kacke. Ich hab mich eh gerade gefragt. Komm raus, Alex, was hatte Schutz, jetzt komm raus. Ah, okay. Ein guter Paladin, ich weiß, was ich tue. Aschewelle! Nein. Moment, die muss schon greifen. Fuck, falsche Tage angegriffen. Tut mir leid, glaube ich. Ah. Hä? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich dachte, die sind nur immun gegen AOE dann, wenn er den Buff hat. Oh. Aber ich habe doch jetzt viele Einzeltage-Zauber gemacht, also Einzeltage-Zauber gemacht, der halt nur 5 Leute wirkt. Also auf 5 Leute wird er auch ausgeführt. Hm. Das zählt auch als AOE? Wahrscheinlich, ja. Das ist ja Schwachsinn. Geil, Alter. Du unbedingt eine Katze. Miau. Ich mein Wuff. Moment, eben umpositionieren. Aschwelle! Der Hund antwortet bei dir auch, siehst du? Mhm, Mist viel. Nur ein Sack, ey. Soll ich mal wagen, im Sommer zu bellen, dann fang ich schon aufs Fenster zu schreien. Ich brauch Ruhe beim Scheißen! Musst du mal zurückwurfen. Nee. Ja, jetzt mal selber heilen. Oh Gott! Copyright! Ist auf Hundegebell auch Copyright? Ja. Was ist los hier? Kommen keine Miezis. Okay. Die werden ganz vorne sein. Da sind sie. Au. Viecher, ey. Ich war hinter Klaber, warum betäuben die mich? Ist ja eine Frechheit hier. Wenn du zu fragen hast. Jetzt hat Klaber so viel DPS macht. Mit dem AOE. Nicht dabei. Fuck! Der hat Berührung des Todes benutzt. Die Drecksau. Der Mage macht wieder so komisch wenig Schaden. Alter, ich find's nicht okay, dass Klabber für Trash-Mob-Gruppen einfach seine Cooldowns zieht. Oh ja. Hat der Berührung des Todes, ey. Berühren. Ich will ja nur dazu sagen, ne, dass ich zwar gut DPS mache, aber ich habe noch kein Legendary, ne? Ich stelle schon mal schon Damage mache, wenn ich ein Legendary hätte. Weniger. Kannst du dir vorstellen? Das wäre lustig. Machen wir morgen wieder 7:30 abends? Wie 7:30? Klabber? Nicht so spät. Das war letzte Woche eher. Nee, es war 7:30. Niemals. Mann, kann ich nach der Instanz kurz was essen? Ich hab Hunger. Klar kannst du, sieht doch keiner. Hört man nur ein bisschen. Ach nein, nicht schon wieder. Warum bin ich tot?
Ich würde sagen, du standst in der Lache. Oh ja, kann gut sein. Der Hund im Hintergrund, Alter. Nee, morgen können wir schon. Naja, letzten. Ja, doch, halb acht. Ja, doch, halb acht. Es liegt zwar kein Schnee mehr, wo du ausgerutschen kannst, aber. Ja, acht, halb acht. Stunden, kommst ja. du wahrscheinlich pünktlich. Ich brauche auch nicht so lange, ich muss nur die Mikrowelle anmachen. Solange du dich mutest, ist alles gut. Ich möchte nämlich nicht, dass von der Mikrowelle da hören. Ich muss mich konzentrieren. Das kannst du doch nicht machen, Alter. Was hat er denn gemacht? Geht dich gar nichts an. Das ist mein Geheimnis. Lexa, als nächstes hast du es mitbekommen. Was? Okay. Was? Alles klar. Gut. Nächsten Tank verwirrt. Geil. Mann, jetzt habe ich verpasst, einen zu stunnen wegen dir, ey. Klar, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, er ist doch gar nicht hier. Hey, ich raff's nicht. Wie? Er ist gar nicht. Eben, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Jetzt bin ich da hier. Hi. Hallo. Das ist cool, das geht so lange Leben. Bist du nochmal gestorben? Ja, gerade eben. Ja, ich sehe es auch gerade, denkst du, er ist tot. Aber ich sag mal so, als Mili ist das schon räudig hier, ne? Also allgemein so ein bisschen Mili zu spielen. Wisst du? Ich habe nichts gemacht und wieder halbes Leben. Alter, leck mich. Akro-Face. Ah, die muss unterbrechen, genau. Oh, ich habe kein Mana mehr, ups. Bräuchte Mana. Also wenn du dich in dem roten Kreis stellst und Mana-Potion trinkst, wird die Heilung verdoppelt. Ja, warum haben wir jetzt die eigentlich zuerst gemacht? Eigentlich macht man die zuerst. Warum haben wir die... Ja, das habe ich mich schon gewundert, warum du die angreifst. Ja, ich war in dem Moment verwirrt. Er war nicht er selbst. Warum das? Ja, mich wurde wieder in Erinnerung gerufen, dass ich mir doch nochmal ein paar Gedanken machen sollte zum Thema Überdruck im Darm und was da was sehen kann. Ah. Er hat irgendwas Komisches geschrieben. So, denkst du, den da hinten darfst du polen. Denkst du, du kriegst jetzt auch ein bisschen erhöhte. Wie heißt der Wert? Ich darf pullen. Das war nicht der Freifahrtschein. Ich habe damit machen wollen, dass du vielleicht nicht gleich aus der Latsche. Unterbrechen! War knapp. Ich denke, du darfst ihn pullen, aber die Frage ist, ob er ihn dir abnimmt. Das ist egal, ich habe Gottes Willen. Lebensraub, genau. Da kriegt der Heiler Akro. Lebensraub war das, was ich bei dir erhöht habe, kurzzeitig. Ne? Also, wie gesagt, also wenn ich dann der Heiler mich einmal heilt oder eine Heilung macht und ich Gottes Schild mache, verliere ich den Lebensraub, polnische Heilung. Alter. Nicht gut. Ja. Jetzt kommt die ekligste. Kannst auch gerne wieder eine Katze verwandeln, wechseln. Am besten. Vorausgeholte Satz: Du holst nicht mit deinem Fassi raus. Ich stun den Heiltypen, du kannst diesen Vogeltypen stunnen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch mal mit Jadeblitz. Ich kann einfach so machen. Ich hau da niemanden Fassi. Kann ich nicht, drauf. Das ist Maschine. Ja, geil! Okay, dann muss es so gehen. Kein Problem. Warte, scheiß so. Maschine, ey. So. Und aui, jetzt geht's los, Junge. Gibt's nur eine Maschine? Ich bin noch keine Maschine. Upsala, Maschallah. Das wirkt halt echt nicht, ne? Obwohl das ein Single-Target-Zauber ist. Den ich auf 5 Leute gleichzeitig anwenden kann. Zählt halt als AOE. Wie Achtung, dumm. Lache. Ja, ich hab kein Gottesschild mehr, ne? Ganz Info. Kante schützen? Ja, das geht, aber das hält nur gegen körperlichen Schaden. Ich glaube, das ist magischer. Ja, ich teste mal, warte mal. Nein, ey, tut aua. Also eben runter. Ich war jetzt verwirrt, ob ich vom Gegner Damage bekommen habe oder von der Lache. Alter Falter. Da hilft nur eins. Aschewelle! Ja, warte mal, stunnen wir den. Ja, zack. Ich finde, seitdem ich mit euch mythisch gehe, habt ihr viel mehr Spaß dabei, oder? Nö. Das macht als Gruppe immer Spaß. Wir regen uns nicht über die verkackten DDs auf. Ja, doch. Machen wir schon. Hat die uns gerade beleidigt, Lexan? Ist da immer noch einer, der randommäßig drin ist? Können wir 40 Sekunden warten? Ich habe keine Cooldowns. Noch scheiß drauf. Wow, Lexan. Ich habe keine Cooldowns und er pullt. Na, ich sag doch scheiß drauf. Hey, ich will dir noch ein bisschen weiter herziehen. Okay, ich zieh dich so. Wieder weg. Ja, jetzt wieder da. Hör auf, mit denen zu klauen, Alter. Ich spotte dich, ich schwör's dir. Ich will den nur anders positionieren, wenn du da drauf hast, dass du die Akku bekommst. Oder Akku auf, was ist denn los mit dir? Ich
anders hinstellen. Na, das baue ist Akro dann... auf, Alter. Bau es mal Akro auf, dann kannst du ja ordentlich hinstellen. Ist halt Akro aufbauen, ey. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich werde nicht jünger, du. Ja, ist richtig. Und du hast Hunger. Und ich hab Hunger, genau. Alter, Sunny, ey. Das hast du doch ein Gedächtnis reingeskillt. Intelligenz. Das legt sich. Die Befürchtung habe ich zwar auch, aber hey, was soll's? Sunny bewegt sich weiter nach hinten. Oh, scheiße. Ich versuche ja auszuweichen. Aber da bin ich halt, bei dem Boss hier bin ich echt überfordert. Habe ich safe wegsahen, habe ich. Ja, also, dann warte mal, wenn die Bosse mehr Schaden machen und mach den hier mal. Und noch mit ekligen Affixen. Das ist echt eklig. Oh Gott, da kann einer angeflogen. Ja, hast du gesehen, wie ich Wechseln gesaved habe? Rechnung komplett Postwechseln. Du musst aber aufpassen, nicht wenn du an die alte Adresse schreibst, die wird sonst aus allen Wolken fallen, die Olle da. Ach ja, stimmt ja. So, Gummibänder raus. Sind jetzt nicht so aufregenswert. Ja gut, wir haben ein bisschen mehr Gummibänder, also ich kann dir noch ein bisschen was davon Alter. Okay, ihr redet in Sätzen, die ich nicht verstehe. Ich hab eine gute Gummi. Wir reden in Sätzen, genau, Sonny, so ist es. Krass, am Ende sagt ihr noch, wir reden mit Worten. Alter, du bist Sohn deiner Mutter, Klammer. Kann ich reparieren? Kann ich hier aufmachen und reparieren? Ich frag mich gerade, wen Wechser meint mit, die Olle wird aus allen Wolken fallen. Die Nachmieterin in der alten Wohnung von Wechser. Frau Holle. Deine Wohnung. Die Olle, Frau Holle fällt aus allen Wolken. Ach so. Wenn die da noch wohnt und nicht schon von den Nachbarn. Ist doch scheißegal, ist doch scheißegal. Irgendein Nachmieter da auf jeden Fall. Es geht hier nur um die Adresse. Ja, die wird ja nicht zugestellt. Nachname steht ja nicht an der Klingel. Wieso Nachname? Oh, ich muss mich mal hinlegen. Warte, ich muss mich hinlegen. Wenn Wechser die an dich schreibt, mit der falschen Adresse und der Nachname. Wie die falsche? Nee, wie so an mich? Ach, ich bin verwirrt. Mein Name steht da doch auch nicht dran, selbst wenn er es an mich schickt, an die alte Adresse. Ist ja egal, die Postboten sind so doof und schmeißen es trotzdem rein, weißt du doch. Aber du hast verstanden, was ich meine. Kannst du den hinten rechts in eine Katze verwandeln? Der sieht jetzt nicht so mechanisch aus. Danke. Happen. Sehr gut. Und die alte. Darum kümmert sich, denkst du. Die ist aber... Was, die alte? Ja, pass auf mit deiner Aschewelle, nicht, dass die Katze da getroffen wird. Katze! Die ist zart besonnen, die Katze. Wo ist die Katze denn? Wo ist die Katze getroffen? Gut, ich hab Aschewelle noch gar nicht benutzt. Ich hab Akro! Kaba, da hat jemand Akro. Hat er gerade nicht gehabt. Unterbrechen. Ja. Wenn er es nicht so weit an die... Ich hab mal unterbrochen. Ja, ich war irgendwie an einem anderen Gegner dran, weil Klapper gesagt hat, soll ihn töten. Ja. Hab ihn auch getötet. Und zwar bevor ihr den hier getötet habt. Obwohl ihr zu viert wart. Noobs. Ich zähl nicht. Doch, du kannst Mondfeuer machen. Oh. Die 8 Schaden reißen es dann. Ja, hätte sein können. Mit dem Dot. Obwohl gerade sind es 6 Schaden. Mit dem Dot sind es sogar 12. Und ich mache immer noch 400 Schaden mehr als der Mage. Was stimmt mit dem nicht? Magier sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ist so, ey. Brauchen wir die Gruppe da? Brauchen wir die Gruppe so, da? Kinder, nein. Wir rennen jetzt. Wir nehmen die Beine in die Hand. Oder die Hufen oder die Wurzeln. Bleib. Let's go. Und es geht los. Wupp, wupp. Gewinne. Aus Klaber, roll nach vorn. Oder so. Aua. Warum ich? Ich hab nichts gewonnen. Ich gar nicht mehr. Das ist doch scheiße, ist das. Ich kann nicht mal heilen, wenn er auf mir drauf sitzt. Oh, das klingt falsch. Denkt an die Lachen. Oh, das war jetzt feuchter als erwartet. Warum? Und das, während Denkser auf dir drauf saß. Wir machen das noch auf der anderen Seite genauso. Wir machen das... Stellt euch hinter die Säule. Wir machen das jetzt noch auf der anderen Seite. Wir brauchen noch 4%. Kinder. Alter, hab ich Pipi in den Augen. Oh. Toll, Denkser, wegen dir wurde es ja nicht feucht. Ich höre öfters von Frauen. Ja, wenn ich nichts sehe, ist schlecht für die Heilung.
Achtung. Klar, nichts sehen. Wenn man sieht mit der Dings drin, auch diese spezifische Chance. 1% noch, wollt ihr mich verarschen? Okay. Wechsel tust du. Nee, Wechsel tust du den links dann, ich tu den rechts dann. Gestunt. Soll ich die Alte wieder umhauen? Jo. Ja, kümmere dich um die Alte, denkst du. Aber komm, zieh die ein bisschen weiter zu mir. Zieh die ein bisschen weiter zu mir, danke. Und die Aschewelle. Gut, dass ich Damage mache, ey. Ja. Ich mach mehr Damage als Wechseln. Woo! Ich bin besser als er. Können wir Torgas gehen? Torgas. Meinst du Korridore oder meinst du Torgas normal? Klar, aber nimmst du mich diesmal mit? Ich geh da gar nicht mehr rein. So. Gleich, bald. Der geht heute 8, wenn das alles klappt. Wenn's klappt. Jetzt hast du es gesagt, jetzt scheitert der Run bestimmt. Sagte, toll. Wenn es klappt. Oh, toll. Können wir mich eben auf 8 hochziehen vorher? Nee. Ihr seid so egoistische Schweine. Wieso ihr? Ich mach das doch auch nicht. Ich bin auch bei 0. Nee, Moment, bei 3 mit Wechseln. Wenn er nicht weitergelaufen ist. Oha, Sunny ist höher als du, denkst du. Ja, aber auch nur, weil ich mit Wechseln gelaufen bin. Ich kann bis 5 gehen, du Idiot. Also du meinst Korridore. Ja. Solchen Korridore. Torgas gehen wir morgen, aber wie gesagt auf 8, ne? Ja, 8. So, stimmt, 8. Ja, und denkst du erst 5. Ach ja, da war ja das Problem. Ja, da war das Thema. Ja, weil ihr Egoisten seid. Wechseln würde mit mir 5 gehen, damit ich aufs 8 hochkomme. Wechseln ist korrekt. Bin ich immer. Wisst du? Weißt du was? Interessiert mich nicht. Mein Boss. Euer Widerstand muss bestraft. Hey. Klabber. Mhm. Fuck, wo ist mein Spott? Habe ich nicht in der Leiste Glück gehabt. Theoretisch habe ich heute Zeit, dann können wir heute. Nee, jetzt ist auch nicht mehr. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr an Schleim kommen. Ja, ist auch verkackt bei mir. Oh, wie Klabber. Geil. Hand auf Link kriegt auch nur noch Wechseln. Letzte Woche wusste ich nicht mal, dass du Torgast musst, ja? Also ich muss immer Torgast. Jetzt bin ich toll, bin ich fast wie ein Tor, der Gottesschild. Heullose. Das Gefühl, Paladin kriegen oftmals sehr auf die Fresse. Ja, ich stand irgendwie in den Blastern drin. Deshalb. Ah. Achso, ich sollte mich zu dir stellen, ne? Die Blaster schön auf einen Fleck sind. Ja, ja. Alter, irgendwas stimmt doch nicht mit der Heiligen Macht. Wieso krieg ich nur. Oh, ist echt ein Fehler. Gut. Oh Gott, weg hier. Haha, easy gedutscht. Also der Mage ist langsam außer Range hier. Was ist denn der? Achtung, die Kugeln, die dürfen den Boss nicht erreichen. Aua. Aua. Jawohl, unter 20%. Execute-Phase. Ach, Mist. Fast wechseln wir den Damage eingeholt. Ja. Was ist das für ein Mage? Was ist das? Feuer? Ja. Warum spielen die alle Feuer? Der letzte Feuer-Mage war auch kacke. Ich mach Feuer auch die meisten DPS. Ja, sieht man. Aber war das nicht schon immer so, dass man die gute Werte braucht dafür? Für Feuer brauchst du die passenden Werte, ja. So, wer will schießen? Du? Nee. Ja, ich schieße. Nee, das ist das letzte Achievement, was mir hier noch fehlt. Ist okay, ich mach das schon. Zu timen. Wie, was? Alarm auf die andere Seite. Was für ein Achievement? Nee, weil ich mit des Aufstiegs. Kann die Indy zu 95%. Das ist das letzte, was mir noch fehlt, damit ich es komplett kann.
hier den Speer benutzen. Das mache ich aber nie. Und wie würdest du es dann lernen? Indem ich es mal mache. Und wann machst du es, wenn du es nie machst? Nie. Amen. Mage. Oh. Ach ja, stimmt. Deswegen. Ich verstehe. Deswegen macht man den als letztes, damit man mehr Platz hat. Oftmals wollen die Leute den zuerst machen. Ich ignoriere die einfach. Ich sag, ich probier's mal andersrum. Aber macht schon Sinn. Macht schon Sinn, ey, Alter. Ist das ein gutes Zeichen, wenn Clara nach so vielen Runs. Du bist schon wieder so schnell tot gewesen. Nach so vielen Runs einen Aha-Effekt kriegt? Ich weiß ja nicht. Ja, weil der Tank mal wieder einen falschen Mob gepult hat, ne? Das ist jetzt was mal. Ja, willst du aufstehen, Junge? Auf was wartest du? Auf den Retz. Arschloch. Oha. Er dauert 8,5 Sekunden, Entschuldigung. Ist auf jeden Fall schneller als wieder hochfliegen. Allerdings, ey. Hätten wir hier lieber einen Aufzug hinbauen sollen, ey. Oha. Alter, ich kann. Alter, dieser Pick. Ich will's ja, dass mein Charakter klein ist, aber dass ich an der Treppenkante festhänge, ist es schon. Und so, wie Sunny sich fühlt. Ich stand gestern auf so auf meinem Hocker drauf und dann. Bei Sunny ist es nicht die Treppenkante, bei Sunny ist es die Teppichkante. Alter, ich find's gut, wie Sunny von der Treppenkante auf irgendeinen Hocker kommt. Ja, das war auf meine Größe bezogen und ich kam mir sehr groß vor, als ich auf dem Hocker stand. Und der Wechsel in die Küche gekommen ist. Aber nur körperlich, geistig, da reden wir nicht von. Ach nö, oder? Hat er mich hier runtergekickt? Du bist eh wieder automatisch hochgeflogen. Warte, Goblin-Gleiter. Sicher? Goblin-Gleiter? Tot. Hört's Maul, denkst du, ey, weiß ich. Trau dir auch noch. Ey, hab ich nicht am Anfang der Idee davon gesprochen? Klar, aber kennt diese Instanz. Das ist unfassbar. Was hat das damit zu tun, wenn ich hier runtergekickt wurde, Allah? Das hat nichts mit dem Kennen von der Instanz zu tun. Also nichts. Also wenn ich runterspringe, überlebe ich. Ja, ich auch. Ja. Und nur weil scheiß Koppelgleiter ja nicht funktionieren. Achso, dann war halt beim Bosskampf, wenn man runterfällt. Dann wird man wieder hochgebracht. Dumme Entwickler, ey. Pa! Wieder! Da kommt das Kondom. Darf ich pullen? One-Hit-Bop. Könnte gut sein können. Aber dann ist der Tank schuld, wenn er nicht instant abspottet. Hör ich doch. Ja, so. Jetzt. Mauer, weißt du doch. Ah. Diese dummen Fragen, ey. Oh Gott, das geht weit. Ah, da ist eine Lache. Ich heil mich. Ich heil mich zweimal. Das sind definitiv zu viele Effekte. Gottes Schild. Effekte. Alter, die Leute haben viel zu viele Sex. So eine Lüge. Nö, geht eigentlich auch doch. Aber der Pissmage, der kein Damage macht, der Pussy-Spast, Alter. Wo hast du den mit draufgetrieben? Der bleibt straight 1500, ne? Der macht nie mehr als 1600. Was hat er denn für ein. Ja, wir ziehen aktuell heute eben die Eule, davor den anderen Mage und jetzt wieder so, Mage. Der hat gerade mal mythisch 2 und geht jetzt mythisch 5, dieser Hund, Alter. Ich hasse ihn. Ja, da müssen wir eigentlich Gold verlangen, dass wir den hier durchcarryen. Wie war denn das hier in so eine Fläche stellen, ne? Ja, die macht dann. Da kommt dann da das blaue Teil. Da stelle ich mich immer gleich rein, dann kann nichts passieren. Kann ich nämlich nicht failen. So wie letzte Woche. War das letzte Woche? Ich weiß es nicht. Das war ja nicht mal eine spielmechanische. Der Mage steht noch draußen, oder? Ja, dann ist er tot. Nein, das war ein Spiegelbild. Alter, wollte schon sagen, ey. Guck mal, jetzt ist der Pilz lila. Ich verstehe auch nicht, wie manche Mages einfach den Spiegelbild zum Anfang, eines Kampfes ziehen. Das ist ein fucking Damage Reduction Cooldown. Könnte ich abkotzen, sowas. Außer ein Torgast. Ja, gut, da ist es was anderes. Trotzdem, ist doch. Mein Lieber, warum der Pilz jetzt lila ist. Ja,
Wenn du keine anderen Sorgen hast, außer meine Pilzfarben. Ja, ja, Mann. Jetzt geht's los. Achtung. Ich geh links. So, ich komm mit dir. Nice, ich nehm den äußeren. Nice. Kani, pass auf, dass du nicht runterfällst. Ja, ja. Steh dich da. So, ballert mal. Balladash, Ballanore. Der nicht will, weißt du. Stellt auch noch. Kuhn rangebracht, was bist du denn? Und Feuerfrei. Du nicht Wurzeln geschlagen. Ich heile euch, hallo? Und schlägst dabei Wurzeln. Ja, die können auch noch was ganz anderes machen. Oha. Was denn? Solche Spielchen habe ich aber keine Lust, du. Können die denn, Sunny? Zuhauen. Da hat er doch gesagt, die schlagen. Wurzeln schlagen, hat er doch gesagt. Ja. Oh. War mehr auf das auf dem Punkt rumstehen gemeint. Bezweiflich. Nö, ich meinte, dass die Wurzeln auch ziemlich guten Grit machen. Mein 4 Damage ist schon nicht so gut wie vorhin, wo du deine Spitze von 8 hattest, aber immerhin fast so viel wie der Mage. ich habe einen Buff. Debuff, was auch immer. LOL. Bin wieder links. Bin wieder. Ich hole halt noch aufs Maul. Schade. Oh, nice, die sind relativ inmittig. Geil. Let's go. Maschallah. Hol ich mir den hier. Damit. Lass mich. Ach. Du werfen? Nee, mach du. Okay. Ja, frei. Ich weiß nicht, was Klapper für ein Problem hat. Das ist voll easy. Und das mal eine Hand auflegen. In time! Wupp, wupp. Der erste heute. Wupp, wupp. Hätte noch besser laufen können, aber. Wie erwartet. Natürlich bekommt Wexan Loot. Natürlich. Alter, haltet euch fest, pass auf, guckt euch mein Loot an. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Fokussiertes Licht. Geil, den brauche ich sogar. Ist eine Verbesserung. Potenzmedium. Und Legendary. Ah, brauchbaren Gegenstand aus Spitze des Aufstiegs. Natürlich bekommt Wex an den. Natürlich. Der Hass auf die alte, ey. Wobei, die Halskette hat einen Sockel. Das ist gar nicht mal so übel. Aber genau, die habe ich auch. Brauchst du die Halskette, Sunny? Geh weg, du Schnorrer. Eigentlich nicht, Crit. Vielseitigkeit. Ich habe schon so viel Crit. Das geht nicht. Kannst du die traden? Gib sie dem Mage, damit macht er vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Brauchst du sie? Ich brauch sie, ja. Ich hab die selber an. Nur auf plus 2. Bitteschön. Dankeschön. Geil, das ist eine Verbesserung von 18% und das ohne Sockel. Weißt du, was das heißt? Die alte kann entzaubert werden. Du kannst jetzt essen gehen. Oh ja, genau, hab ich was vergessen, ey. Geil, ich hab mich gewundert, wo mein Magen knurrt. Miau. Genau das. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich einen Aha kriege, weil ich muss nämlich gucken. Hallo, das war ein. Das war sogar eine Brust. Ich hab gedacht, das war ein Umhang. Da steht doch Gewänder. Der Brust gesagt. Nein, da hinten läuft ein. Bronto, bleib stehen, ich muss ein Aha haben. Ich muss wissen, wie teuer die Hosen sind. Ich hab gegoogelt, was das ist. Ich weiß jetzt, was mir wieder damit macht. Bleib stehen, du Pisser! Und weißt du, was fick dich? Hab ich nicht nötig, hinterher zu rennen. Hab ich nicht nötig, hinterher zu rennen. Ich geh einfach zu dem. Sagt der Hund, das sagt der Hund auch. Und hier ist keiner. Oh Mann, das ist hier keiner. Was ist denn für ein komisches Schemen-Mount? Wo kriegt man das her? Der kommt dir entgegen. Das ist Schlüsselsteinmeister. Plus, alle auf plus 15 abschließen. In time. Oder meinst du diesen Wirbelwind? Ja, diesen Wirbel hier, diesen. Ja. Diesen. Ja, den hätte ich schon gern. Der nächste, ganz ehrlich, das Mount, nächste Season ich ist. Ich bin echt mal kurz Futter und so, ne? Also bis gleich. Jawohl. Tschüss. Bye bye. So, wir haben es jetzt 20 nach 3, Herr Klaver. Sunny kann die Uhrzeit lesen. Woop! Wie sehen Ihre Pläne jetzt aus? Gehen. Gehen und ihn? Ja. Mich alleine lassen? Warte mal. Zweihundertzehner Gegenstandsstufe.
Also ich muss auf jeden Fall nochmal Seuchenstutz gehen. Und dann brauche ich noch eine Innie im Aldraxis. Aber nicht auf M+. Geht und dient. Ich habe noch dieses verlockende Anima da bei diesem... Dieses Mount, das man sich da holen kann. In Ravendread. Ich gucke auf dich, Wexer. Das, was ich gelootet habe? Weltenrandfresser. Das ja, genau. Mount. Ja, nein. Jetzt frage ich erstmal, gehen wir jetzt noch eine Plus-Ini oder nicht? Ich bin erstmal raus. Gut, das war die Frage. Das wolltest du machen, Klaver, oder was? Ja, für dich, ich hab das schon. Jetzt, oder was? Ja, wir können es auch andere mal machen, da halte ich es fest. Ja, mir egal, weil ich tu gerade noch was ins Auktionshaus gerade einstellen. Bisschen Kohle verdient. Hast du ja auch so wenig davon. Ja. Sind ja gerade mal 758.000. Das reicht uns nicht. Richtig. 758, Alter, da würde ich träumen von. Und ich will nur erwähnen, dass ich bei 129 bin und nichts ausgegeben habe in letzter Zeit. Dexter hat das ja auch noch nicht, er kann auch mitkommen, er hängt ja gerade in seiner Mikrowelle. Dabei bin ich doch derjenige mit der Mikrowellen-Story. Das nächste ist verkohltes Bollwerk. Okay. Deswegen ist es zweimal genutzt worden. Das war jetzt zwei die Chance Dienstag gegeben. Alter, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ey. Fast 20 Grad. Die ganze Woche so ein Bombenwetter. Schatzi. Mhm. Gehen wir die Tage mal spazieren. Mhm. Bisschen meine Blässe aufblässen. Wett. Ja, musst du mal auf Arbeit, dann musst du mal auf Arbeit den Vorhang zur Seite ziehen, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Sonne ab. Ich sitze genau da, wo die Sonne fast nicht hinkommt. Dann musst du halt den Sitz deines Büros ändern. Kann ich ja nicht, wird mir ja verwehrt. Ja, da sitzt der Chef schon drauf, wa? Nö, Homeoffice meine ich damit. So, ich habe die Aufgestiegenen auf ehrfürchtig. Alle Fraktionen ehrfürchtig. Nice. Jetzt Gevorrede der Aufgestiegenen. Jetzt ist die spannende Frage. Vier. Was? Was? Vier. Was ist vier? Die Antwort auf deine Frage. Nein, du weißt die Frage doch noch gar nicht. Klar, jetzt, 40. Jetzt kann man irgendwo nachgucken, was in den Paragon-Kisten drin sein kann? Alter, wir haben hier fast eine Druidengruppe. Nur der Hexer ist keiner. In den Paragon-Kisten, was zumindest das Mounts betrifft, Paragon-Kisten. Ich habe es schon wieder getan. So bei den Ja, Entschuldigung. Ich hab hast du gar nicht mehr bekommen, was ich gesagt habe? Sonst würdest du auch lachen. Der Klammer will erklären, ne? Ja, Entschuldigung. Kannst du nochmal in den Paragon küssen? Jetzt nicht mehr. Oh, bitte. Jetzt nicht mehr. Nein, ich habe die Sunny gemacht. Ich kann nichts dafür. Ja, gerade deswegen musst du lernen, nicht mehr so oft die Sunny zu machen. Also du bekommst nur aus zwei Fraktions-Paragon-Kisten einen Mount. Einmal die wilde Jagd, da kriegst du so eine Motte. Und einmal die Necrolots, da bekommst du das, was du quasi bei den von dem violetten Fehler bekommst. Nur mit einem anderen Namen. Also baller ich alles in die wilde Jagd. Ja. Weil das Montenegro-Lotz gefällt mir. Aber nicht. Alles andere ist... Wie, das gefällt dir nicht? Das ist doch nicht. Voll geil, der Vogel. Hey, wir haben eine komplette Druidengruppe.
Bis auf der Hexer. Der Hexer ist keiner. Yeah, das war eine Feststellung. Meister mich zurück. Jetzt hat er mich das nochmal wiederholen lassen. So. Warum schmeißt der Typ mich zurück? Wie komme ich hier raus? Wo bist du denn? Ah ja, ich bin auf hier. Weg zu dem Rare. Grauenhafter Flatterflügel, kann das Extra, sein? Bist du da? Mach dich auf zum Bollwerk. Klaber? Was? Grauenhafter Flatterflügel, kann das der sein? Kann sein, ja. Klingt zumindest so. Sieht von der Beschreibung her so aus. Klingt so grauenhaft. Und das finde ich halt rassistisch, dass die Ventier und die Eidgebundenen, genau. die Koreaner leer ausgehen. Finde ich nicht okay. Finde ich rassistisch. Sehe ich auch so. Ja. So. Chemiefraktur. Chemiefraktur. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich keinen Mount rausbekomme? Wieso? Das Mount kriegst du heraus. Du musst halt bloß farmen. Ja, aber nicht bei den Koreanern und nicht bei den Ventilern. Wir reden, von den Paragon-Kisten, Schatz. Paragon-Kisten. Weil ich jetzt überlegt habe, wo ich, wenn ich die beiden Quests abgeschlossen habe, wo ich meine Rufinsignien nutze. Weil ich ja jetzt über ehrfürchtig bin. Also immer wilde Jagd. Ganz einfach. Tada! Und wenn ich das dann irgendwann mal haben sollte, wenn überhaupt. Okay, dann machen wir das eben später. Dann machen wir das eben später mit dem Rare. Ja. Rennt ja nicht weg. Rennt ja nicht weg. So. Dann gehen wir. Achso, du wolltest das jetzt machen. Solchen ja. Sturz und Maledrax. Ich hab gedacht, das war schon, hast du schon gesagt, wir machen das später. Ja, dann machen wir das eben später. Denkst du, ist auch nicht anwesend. Der Gedenkstag hat doch dafür brauchst du wenigstens schon einen Heiler noch mit dazu, weil das Teil. Sonny ist ja sowieso rausgegangen, da war das einfach arrogant. Die gönnt uns einfach, dir einfach nicht. Ihr habt euch nicht ausgekekst. Wie nicht ausgekekst? Ihr wart euch nicht einig. Du bist dir nicht einig. Ich bin verfügbar. Finster, ich gehe jetzt nur kurz nach HC-Ini, mach kurz meine Quest hier fertig. Wo bekommt man das Mount her? Und dann bin ich voll da. Finster, Bauhart, Panzer. Baby! Danke. Shadowlands. Wo bekommt man das Mount eigentlich her? Finster Bauhart Panzer. Erstmal. Erstmal. Fotografieren und dann mich verabschieden. Lass dir deine Currywurst schmecken, denkst du? Das war Chili. Okay. Tschüss. Wieder hin. Keine Ahnung. Kommt er wieder? Nein. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, der geht jetzt Korridore. Und ich weiß nicht, warum er dafür nicht im TS bleiben, Discord bleiben kann. Wie geht jetzt schon? Ich dachte, wir gehen auch in die Mythische oder so. Mm-mm. Bis halb vier immer. Also? Oh ja, ich weiß auch nicht, was der noch den ganzen Tag dann so treibt. Hallo. Theoretisch können wir noch eine gehen, aber dann müssen wir einen Random Tank halt. Oder du tankst, aber. Ich weiß doch nicht, wie hoch du tanken kannst, denkst du. Das kann ich dir doch nicht beantworten. Keine Ahnung, ausprobieren. Wie gesagt, ich geh jetzt nur eine HC eben. Ja, mach, was du willst. Ich esse jetzt meine Ruhe, ich mute mich mal so lange. Deswegen. Weil dann habe ich nämlich beide Quests hier fertig und dann muss ich nur noch ins Schlund. Das geht ja schon gut los. Der Tank hat hier das Ed nicht. Wie sind die denn jetzt so schnell da durchgekommen? What the fuck? Das ist mir eindeutig zu hoch gewesen. Dann wird es morgen wieder eine Runde Torgast mit dem guten Klaver geben.
Torgast. Mythisch. Nicht ganz. Wir haben 3925 Seelenasche und ich krieg 1050, glaube ich. Das reicht leider nicht ganz, oder? Ich glaube, das könnte ganz knapp nicht reichen. Oh, morgen endet mein Event. Liebe liegt in der Luft. Schade. Bin ich schon so dran gewöhnt, da reinzugehen. Mondfest ist auch vorbei, aber die Münzen der Uhr an habe ich noch. Das ist interessant. Ja, die kannst du auch behalten. Braucht man die nicht für die Währung dann? Ja, und weiter. Ich habe gedacht, die sind dann auch weg, dass ich nächstes Jahr neu sammeln muss, weißt du? Nee. Dann kann ich das ja über Jahre hinweg sammeln. Damit ich die Teile sammeln. Diese Kronen, weißt du, kosmetisch. Ich hatte nur keine Lust dieses Jahr irgendwie. Da, 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 da. Okay, das könnte unangenehm werden. Unangenehm. Ja, die Eule hat sich einfach auf die Insel gestellt und beide Tentakeln aktiviert. Beide? Ja. Ich sehe bloß eine. Ja, jetzt. Eben waren beide da. Und links, da wo der Pilz ist, ist nämlich auch noch eine. Da wo es blubbert. Ja. Nein, tust du nicht. Oh Gott, ist der dumm. Also, steht auf, um dann gleich wieder tot zu sein. Yeah.
Ich muss heute auf jeden Fall noch in Arcage was machen. Da komme ich nicht drum rum. Arcage. Ich muss da noch 10 Aufgaben erfüllen. Der kleine Goblinjäger. Mana Suchtis. Alter Schaman. Ist endlich mal gefixt, dass wenn du in die Seelengestalt gehst, dass das Horn aus dem Schlund ertönt. Der Schaman hier in der Gruppe ist ziemlich dumm. Aha, und? Also nur so eine Feststellung. Ach so. Wo ist denn eigentlich? Ah, das glaub schon. Diese nächste Prozedur ist eine echte Bombe. Dumm. Hat's Dong gemacht bei dir. Doch, doch. Nein, nein. Doch, doch. Und schon wieder Dong. Ja, jetzt. Ding Dong. Badam, 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 badam. Und gepult. Whoop-de-doo.
Hat sie schon fast langweilig, ey. Aber nur fast. Ja, ein bisschen muss ich dann doch nochmal zwischendurch auf den Bildschirm gucken. Dat. Wobei ich sehe gerade, der Klava ist jetzt gerade komplett aus WoW raus. Tja, vielleicht mal sich auch kurz was zu essen oder sowas, keine Ahnung. Ich werde auch mal AFK gehen, ich werde mir mal rasieren. Mach das. Jetzt juckt das Ohr. Mein Gott, der Jäger ist ziemlich schlecht im Ausweichen.
Fertig. Zack. Wunderbar, wunderbar. So, was haben wir hier? 2000. Der wird schon wieder schwieriger. Gut. Dann geben wir jetzt noch den Ruf nach Maldraxxus ab. Den wertvollen Fund gebe ich dann offline ab. Und dann werde ich für heute den Stream erstmal beenden. Es ist kurz vor 4. Immer so viel zu tun. Wir haben jetzt heute nicht so viel geschafft, aber trotzdem doch ein bisschen etwas. Wir waren im Theater des Schmerzens, leider nicht in Time. Wir waren Seuchensturz, das war leider ein totaler Fail. Aber wir haben die Spitzen des Aufstiegs in Time und damit ist die Statistik zumindest ein bisschen. Also Nebel von Tönerski steht auf jeden Fall noch aus und Theater der Schmerzen in Time. Die beiden müssen wir noch machen und dann praktisch den Rest auf 5 ein bisschen, sodass wir zumindest erstmal alles auf 5 haben. Da werden wir mal gucken, wie wir dann nächste Woche weiterverfahren. Jetzt löse ich noch das Anima ein. Ja, Nebel von Tönerski steht. Theoretisch wäre mein Key eigentlich optimal, aber ich weiß nicht, ob der Denkster gleich noch plus 5 gehen kann. Das weiß ich nicht. Das gucken wir dann mal. So, wo ist jetzt die Truhe hingeflogen, die wir bekommen haben? Das bleibt auch unser Geheimnis. Ich bin blind. Ich sehe sie nicht. Achso, ich wollte eigentlich da aufmounten. Einmal die Sachen verkaufen. Haben wir nicht gerade eine Truhe bekommen? Oder irre ich mich? Tribut, ja. Und wo ist das? Oder haben wir das jetzt schon aufgemacht? Nee. Ach, da ist sie. Antike Münze. Und wir haben Zerfleischen erhöht euren Schaden des nächsten Einsatz von Zermalm. Das ist wieder ein Medium für Tank. Okay. Aber einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Gut, dann werde ich kurz mal aus dem Discord rausgehen. Und, meine Lieben, ja, zusammenfassend haben wir jetzt schon mal gesagt, was wir so geschafft haben. Ich werde euch jetzt den Endscreen, den ich erbastelt habe letzte Nacht, einblenden. Dazu mache ich natürlich den Spielsound hier erstmal aus, weil ihr werdet eine kleine Melodie hören. Und so lange wird der Endscreen einfach da sein. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen Sonntag.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr morgen Abend wieder einschalten. Um 7:30 ist dort der nächste Stream angesetzt. Ansonsten findet sich auf meinem YouTube-Kanal weiteres Material, was sich zum Ansehen lohnt. Ich habe jetzt im heutigen Stream nicht den Twitch-Chat eingeblendet gehabt. Das muss ich noch nacharbeiten, fällt mir gerade auf. Das mache ich dann auf jeden Fall für morgen Abend. Da nicke ich mal noch. Vorausgesetzt, Zukunfts-Sunny denkt daran. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Und jetzt solltet ihr gleich Musik hören. Genau, da ist sie schon. Ich werde mich jetzt muten. Ihr könnt noch ein bisschen die Musik genießen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.